Okay, so, Ruhe. Die Tafelrunde beginnt. Wieso? Wie, wieso? Da kommen doch noch Familien. Ah, es ist 22:01. Wir haben doch 22 Uhr, Bruder. Also Intikam kämpft gegen Hanseaten. Ich glaube, die kommen. Ja, da haben die Pech gehabt, Digga. Was soll das denn? Tja. Ah, gut. Der will Feuer auf euer Kopf machen, hab ich gemacht. Und Vargos kämpft gegen Bär. Sind die Gashis hier? Ja, ja, natürlich. Wo denn? Ich will mal unbedingt wissen, wie die aussehen. Ganz wichtig. Hier zu meiner Linken. Stand wo, Jürgen, wo bist du gerade? Ich sehe dich nicht. Geh ein bisschen näher dran, vielleicht kann er dir noch in die Fresse spucken, Iris. Ist das Gashi? Ja. Okay, das ist ganz wichtig. Am besten schließt ihn direkt hier. Ja, okay, wer wohnt einfach am Hauptbahnhof? Das ist eine gute Frage. Sind die Gashis hier? Halt ja, mal die Fresse, du Opfer. Ey, Ruhe jetzt. Respekt. Entspannt, Walter. Sei leise, Respekt, du Stück Scheiße. Oh, das gefällt mir. Also, was sind die Themen heute? Um was geht's denn? Wer will zuerst? Machen wir ein paar Zimmer in Vorteil an. Ne, Mandela hat keinen Plan. Sag doch, was sie da ist. Ja, ist jeder zufrieden? Okay. Ja. Nix. Die Moneypreise sind so hoch, ja? Verpiss dich, was soll das denn heißen jetzt? Fang mir nicht so an, Digga. Wie, Moneypreise sind so teuer? Wie viel habt ihr denn? Wollen wir mal davon anfangen, dass Kali-Kartell für 500.000 für eine 50er möchte? Das du ist okay. Du kaufst mit Moneypreise. Was ist denn mit dir schiefgelaufen, Digga? Finde ich auch okay. Ganz in Ordnung. Okay. Schade, Marcel, oder? Ja, dass die Lutscher wieder mitreden, ja, das ist normal. Nimm noch tiefer sein. Sagte der Lutscher. Hoffentlich schmeckt der. Nimm Bitcoin-Arschloch noch im Mund. Sollte. Hab ich gestern nicht gesagt, dass du Nico bist. Auto und Feuer? Nein, Leute, ich bin doch dein Fanboy. Vergiss das bitte nicht. Ich will so sein wie du irgendwann. Alles gut. Wenn ich groß bin, bin ich wie du und Marcel Iris seid. Ihr seid mein größter Traum. Ja, wirklich? Ja, ihr seid mein größter Traum. Ich will in eure Fußstapfen treten, damit ich auch so ein Gött bin wie ihr. Ich weiß gar nicht, warum so eine Bande die ganze Zeit so eine große Fresse hat. Ich habe auch keine. Ich weiß nicht mal, wer redet, Bruder. Das ist doch dann besser. Oh, der ist wieder runtergefallen. Guck mal, wie der da. Was ist mit dem? Warum fliegt der die ganze Zeit runter? Sorry. Vielleicht sollten wir einen Arzt rufen. Ist gut. Okay. Hallo, Ito. Hallo, Andrea. Hier, hier, komm zu uns, komm zu uns. Das ist die beste Ecke hier, Bruder. Das ist die beste Ecke. Komm hierher. Ja, irgendwie siehst du aus, Alter. Kennst du nicht wie diese Crackhorn aus Frankfurt Hauptbahnhof? Vielleicht kommt mal. Ah, Richie, fehlt nur noch Lil Mafia. Ach ja, der ist ja nicht mehr da. Hä? Rey Mysterio auf wie Lil Mafia? Bald kommt er wieder. Lil Mafia. Nicht mehr da. Natürlich ein dickeren Pimmel, aber als andere. Der ist Molo. Oh nein, Lil Mafia ist nicht mehr da. Oh nein, das macht mich so traurig, Digga. Ey, Jürgen, es reicht doch. Deine Scheißfresse, du dummer Pisser. Bevor ich dir meinen blonden Haare ziehe. Hey, Richie, mein Bruder, wie geht's dir? Alles gut? Wunderbar, wie geht's dir? Bester Mann, Mann. Immer. Alles easy, Bruder. Na gut. Also, was liegt euch auf dem Herzen, Stadt Kiel? Hey. Ich hab was. Gerne. Die Geschäftsmänner sollten irgendwie, ich finde, sollten die Sachen hier, was in der Stadt abgeht, die Finger davon lassen. Und die Familien sollten sich um alles kümmern und alles machen. Was meinst du? Ja, da waren einige Leute, die zum Beispiel gewissen Banden, ich sag mal, einen Denkzettel verpasst haben, was sie so zu machen haben in Zukunft oder was sie machen sollen. Ich denke, ich würde sagen, die Banden sollen selber entscheiden, was sie machen und tun hier in der Stadt. Ja. Ich glaube, Red Light und Ballers wissen, was ich meine. Wir wissen es aber nicht. Kannst du mit offenen Karten spielen? Ja, die haben gesagt, macht was, ansonsten löschen wir euch aus. Und die Jungs wollen natürlich nicht auf Krampf einfach irgendwas machen. B. Haben die das so gesagt? Ja, das war so gesagt. Ah, das war nicht ganz so deren Wortwahl, aber ja. Ja, indirekt schon. Also die Jungs werden irgendwo gezwungen, Sachen zu machen, worauf sie vielleicht eventuell gar nicht Lust haben oder was denen schadet. Wer wird gezwungen? Ja, was heißt gezwungen? Das ist kein direktes Zwing. Die Banden oder was? Chito, wie? Du wirst gezwungen, Dinge zu tun, die du nicht machen willst. Das meine ich nicht. Also dieses Mach was oder ihr werdet ausgelöscht, kannst du ja viel interpretieren. Du sollst einfach was tun. Ja. Und nicht so auf deinen, sag ich mal, Arsch rumsitzen. Ja, aber das, was sie eventuell wollen, was man tut, das könnte den Banden schaden. Das verstehe ich. Toni, was würdest du sagen? Was hast du aufgenommen? Ah, guck mal, der vom Ballers, der wollte sogar zuerst. Na, also was sie zu uns meinten, war einfach nur, dass wir uns überall mit einmischen sollen. Zum Beispiel, wenn irgendwo Streit gibt oder ich müsste ein Feuer legen, kann ich euch überall Feuer legen. Aber ich wäre dumm, wenn ich das mache. Chito, zum Beispiel lege ich Feuer bei Kanon, zwischen Kanon und OGs. Was wird mit mir passieren? Die beiden werden bei mir einreiten und mich auf den Arsch ficken. Menge. Oh, wer will den Arsch ficken? Keiner von uns will den Arsch ficken, Bro. Wie kommst du darauf? Ja. Blibbit, was ist los mit dir, Bro? Nix, Bro, alles gut, Mann. Aber wir wollten doch nicht deinen Arsch ficken. Nein, aber ich glaube, das war ein Beispiel von Blibbit. Du halt deine Fresse, du bist sowieso... Wenn ich zwischen Kanun und OGs Feuer lege, Bruder,
Warte. Ey, Herr Bitcoin, seit wann dürfen irgendwelche Cops, die mich vor kurzem noch in den Arsch gefickt haben, meine Jungs einfach niedergeschossen haben hier in diesem Kreis? Ich hab gesagt, ich fick ihn. Er bekommt definitiv auch eine Aufgabe. Die wäre mindestens... Wer ist das? Der da hinten, der mit dem Rocker. Er hat uns auch sehr, sehr viele Probleme zubereitet, das weiß ich. Er hat uns auseinandergenommen. Wie, der ist jetzt da, Bruder? Die haben mich mit einem Postbuch bearbeitet im Knast, damit ich keine, wie heißt es, hab, Flecken im Gesicht. Aber warum wird das denn auf mich geschoben? Halt deine Fresse! Kommen Sie ruhig hier zu Loco Toni. Mods, tut mir mal bitte einen Gefallen. Timeoutet mal immer alle eine Woche, die irgendwie sagen, schau mal der und der Streamer. Einfach timeouten für eine Woche. Kommt oder gar nicht. Sie wurden vom Blatt angegriffen und das PD hat angegriffen. Wer weiß, vielleicht kommt das PD auch gleich hierher. Ich habe auf jeden Fall nichts mit denen zu tun. Scheiß Bulle. Das heißt nicht, du scheiß Bulle. Becksau. Scheiß auf, mach doch einen Tag, eine Woche ist zu viel. Ja gut, wenn das euch egal ist, dann scheiß auch, dann sollen die Geschäftsmänner so weitermachen, wie es läuft. Also wenn ihr alle mit denen zufrieden seid, ich wollte es nur mal gesagt haben. Vielleicht gibt es ja die einen oder anderen, die auch gestört. Ja, ändere das mal auf einen Tag, Chat. Chito, ihr habt viele Möglichkeiten, ihr müsst nicht irgendwo Fitness stiften oder sonst. Scheiß auf die Scheiße, die interessiert keinen Menschen. Kommen wir mal zu wichtigeren Sachen. Der hat dich lange reden lassen, Bro. Wir haben ein paar wichtige Geschichten hier, Mierda. Es geht nämlich darum, dass hier einige Leute unzufrieden mit irgendwelchen Preisen sind und meinen, dass sie Familien abschießen können. Ich würde gerne wissen, wieso, por qué. Marcel Harris, die Frage geht an dich. Was? Wie? Nochmal, Entschuldigung. Ich habe nicht zugehört. Was? Welche Preise? Washington, sag ihm das ruhig. Er sollte aber auch lieber den Kreis ein bisschen größer machen, ne, Marcel? Du bist keine Extrawurst hier. Verpiss dich mal nach hinten. So, jetzt nochmal. Wer möchte was sagen? Der soll was sagen. Die Frage ist, warum wir in die Fresse schießen, weil euch die Preise der Reparatur nicht passen. Nico, danke schön. Wer seid ihr? Komm nochmal ein bisschen vor. Weil du so frech bist. Wer war das nochmal? Nö, das stimmt nicht. Warte mal, ganz kurz. Das stimmt nicht. Mich, du kleiner Wichser. Warte mal. Leute, waren das die? Das sind diese T-Shirts. Ah. Dieser Frech. Dafür, dass sie T-Shirts heißen, sind die sehr schlecht darin. Also warum? Ich fand die sehr gut. Wir sind die ganze Welt. Bruder, ist nur Trampolon. Wir sind nur am Handel, mein Mister. Tikano, dankeschön. Ja, das ist eine Lüge. Wir haben nicht. Wir handeln nur nicht mit euch. Das ist eine Frage. Sollen wir jetzt auch sagen, wieso hat OGs auf uns geschossen wegen dem Preis? Korrekt, richtig. Nein, tun wir nicht. Jeder klärt sein Ding alleine. Wenn jeder sein Ding alleine klärt, Mierda, wieso kommt ihr dann zur Tafel runter, wenn jeder sein Ding alleine klärt? Ja? In solchen Hinsichten klären wir es alleine. Natürlich. Ne, wir können es auch hier klären. Phänomenal, dankeschön. Ihr könnt ja gerne was dazu sagen. Habe ich was falsch gemacht? Okay, Herr Bitcoin, was kostet eine Waffe und ein MK? Stopp, ich habe eine Frage. Herr Bitcoin, was kostet eine Waffe und ein MK? Eine Waffe kostet 20.000, eine MK 30.000. Guck, gut. Wir reparieren. So, ne, dankeschön. Für zwei kaputte 7,5. Ist das legitim? Oder ist das zu viel? Das ist nicht legitim. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig okay. So, 20.000 für eine normale OG. Wir geben 7,5 für eine. Also wo ist das Problem? Weil deine Einkaufspreise kaum hoch sind. Das ist doch scheißegal auf meine Einkaufspreise. Es kommt doch auch auf die Kosten, die Zeit und die Gefahr an. Ja, die Oder geht es nur um meine Einkaufspreise? Ich kenne die Kosten, die Zeit und die Gefahr sehr gut. Ja, anscheinend kennst du sie nicht so gut. Die Wirtschaft doch, aber nach eurer Theorie, darf er nur viel Geld verlangen, weil er viel hohe Produktionskosten hat. Das ist doch seine scheiß Entscheidung, wie viel er verlangt. Richtig. Und wieso kaufst du dir jedes Jahr das neue iPhone, Isco? Wieso? Dann ist Munition ab jetzt auf 3.000 gestiegen. Das iPhone in der Herstellung, wie viel kostet das mir? 100 Euro? Sie verkaufen es für 1,5, 1,6, wenn es rauskommt? Alles klar, dann ist Munition. Achso, ich weiß nicht, ob es schon angesprochen wurde. Da bleib lieber bei Redmi oder Huawei. Aber Munition kostet ab jetzt 3.000 dann. Machen Sie auch die Waffen her. Dann kosten die Waffen jetzt 50.000 eine Pistole und 80.000 eine MK2. Wo soll das hinführen, Isco? Dann kostet eine Munition jetzt 5.000. Gut, dann verkaufe ich ab jetzt keine Waffen mehr an niemanden. Ich verkaufe keine Munition mehr. Ja, bueno, also, wo soll das hinführen, Isco? Denk doch mal nach. Sowieso keine 50er. Also, wir keine 50er. Wenn es euch eine Munition fehlt, ich verkaufe nicht. Was hast du gerade gesagt, Mierda? Ganz ruhig, entspannt euch mal, kommt mal runter jetzt. Also, Loco funkt durch, Menes hat Verkaufssperre für unbestimmte Zeit. Ist doch gut jetzt, Bitcoin. Nimm das doch nicht immer persönlich, mein Alles gut. So. Wieso, Leute, nimm doch deine Wavers auch persönlich. Gut, entspannt euch doch jetzt mal. Also, eure Preise sind wie viel? 7,5. 7,5. Ist jeder damit einverstanden? Wer Hände hoch, der mit diesen Preisen einverstanden ist? 7,5, pissig. Sei denn gegönnt für 7,5. Mierda, 7,5 liegen einfach so rum in irgendeinem Auto. Kleingeld, Mierda. Oh, was ist los, Isco? Dann hat sich das geklärt. Was ist los, Isco? Isco. Was denn? Oder 7.500. Kosten deine Munition immer noch 5.000 pro Stück? Also ihr wollt mir sagen, wir nehmen mit 100 kaputten Pistolen... Oh, da ist einer sauer, Mierda, weil seine Rechnung scheiße war. Was?
Also ihr geht mit 100 kaputten Pistolen dahin oder LMK2s und ihr zahlt 750.000. Das findet genau, wenn die 100 Pistolen von mir kaufen wollen, zahlen sie wie viel? 100 mal 2, das sind 2 Millionen. Gut, ich glaube, ich trotzdem. Ja? Ja, wie trotzdem? Das sind ja Waffen, die man von einem Klick gewonnen hat. Ah, Schari, danke schön. Verstehen Sie das? Sie gewinnen 3 Fights, Mr. Bitcoin. Also wir gehen mal vom Best-Case-Szenario aus. Ey, lebt alle in der Vergangenheit. Hier wird ein neuer Wind. Wir leben vom Best-Case-Szenario jetzt. Ja, 3 Fights, das sind gegen 30 Mann. Das sind 90 kaputte Pistolen, die sie bekommen. Hier wird ein neuer Wind. Die gehen, sie repalieren, sie zahlen 700.000 oder so. Nein, zahlst du nicht, weil du zahlst. Olija, danke schön. Meine Herrschaft, ich empfehle es. Um mal den an der jetzt noch kommt, Bruder. Ich geb's auf, Bruder. Meine Herrschaft, ich empfehle es. Fasten Sie Furious mitmachen, anstatt sich über Geschäfte zu kümmern. Wir leben in einer kriminellen Welt und jeder darf verlangen, was er verlangen will. Wenn Sie Probleme damit haben, greifen Sie die Familie an. Und die Rechnung von meinem Mediziner kommt auch noch, Disco. Meine Beine sind kaputt wegen dir. Deine Beine sollen in dich line gehen, quer. Ja, die waren gerade in mir drin, die wurden schon rausgeholt, quer. Gott, egal. Spann dich doch mal jetzt. So. Okay, da hat sich doch erledigt. Die Mehrheit hat sich entschieden. Ganz einfach. Ja, bereits hat alles angesprochen. Dann passt das. Kommen Sie hier rein. So. Ja, war's das jetzt oder wird hier weiter gegenseitig die Schwänze gelutscht? Wie läuft das denn jetzt ab? Ja, ich hab was, Jungs. Ja, was ich habe jetzt ist was Wichtiges. Was haltet ihr von Chito der Auszahlung? Redet, oder warte, Richie, bitte. Ich hab doch nur Ruhe. Richie, rede nicht dazwischen, lass Chito erstmal reden. Sorry, tut. Hey, Richie, was ist das hier? Chill mal, Alter. Ey, redet doch jetzt nicht dazwischen. Breitenberg, sag denen, die sollen ruhig sein und den ausreden lassen. Lass doch jetzt mal Chito ausreden. Bitte? Breitenberg, sag denen, die sollen Chito ausreden lassen. Lass mal jetzt ein wenig Chito ausreden, was ist mit euch? Nur weil er nicht bei Menace ist, oder wie? Tja. Etwas mehr Respekt vor diesem alten Mann. Er sollte vielleicht auch mal lernen, mehr oder wie es ist, in die Hose zu krabbeln von Heres. Oder von Bitcoin, also, so wie das alle machen. So wie es die meisten machen. Was haltet ihr von der Auszahlungshöhe von 350.000? Och, Bruder. Was? Ich hab nicht zugehört. Okay, lass ihn ignorieren einfach. Bitte, ja, lass zum nächsten Thema. Lass einfach zum nächsten Thema. Lass den Lieder aussprechen. Hey, lass den Lieder aussprechen. Hör doch mal zu. Also, okay, dann, ne, damit die Familie nicht so viel Verlust machen, zahlen die direkt 350.000 nach einem Fight aus. Also, passt euch das? Boah, das ist euch keine das? Sache Chito. Für hier, mein Bruder. Doch, doch. Das Chito. Ist keine Sache. Ist doch eine Tafelrunde, oder nicht? Chito, ich habe eine Frage. Ja. Chito, welche Familie bist du denn überhaupt, Bruder? Ich bin meine eigene Familie. Warte mal, du bist doch gar keine Bande, oder? Freiwillige Feuerwehr. Wie heißt die Familie? Nein, warte mal, Chito, hast du eine Bande? Doch, ich habe eine Bande, ja, richtig. Wie heißt deine Bande? Plitze, vielen Dank schön. Wie? Wie, was? Luna. Wie dieser Krypto-Ding? Man hört den Anfang einfach nicht. Er versucht wie in Hoffenheim. Ist doch in Ordnung. Wie, ja, der also, Bruder, man hört nichts. Man hat nichts damit. Also er ist noch keine Bande, er möchte eine Bande werden. Warum behandelt ihr Chito wie ein Zivi? Was ist denn Zivi? Achso, also ist er noch Zivilist oder wie? Ich bin kein Zivi. Aber bist du eine Bande? Ich war auch noch nie ein Zivi. Ich bin ich. Und ich bist du jetzt eine Bande oder also ich kenne, okay, ich kenne keinen Zivi, der Bitcoin so oft eingepackt hat. Also bin ich jetzt ein Zivi? Nein. Ey, Bitcoin, chill. Ich glaube, Zivis sollten gehen von hier, ja? Aber ist jetzt keine Bande. Wer ist denn seine Familie? Luna. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich habe die Familie gefragt, ob sie ein Problem damit haben. Die meinen alle nein, deswegen bin ich hier. Ja, dann hält doch mal eure Hände. Wer hat denn ein Problem damit, dass er hier ist, als Zivi? Ich find's gut, dass er hier ist. Ich find's auch super, ich mag ihn. Ja, aber ist er ein Zivi? Wir müssen es mal nur klar... Ist er ein Zivi? Er ist Zivi, ja. Zivi ist er, definitiv, 100%. Also dürfen Zivis mit einer Tafelrunde sein, oder wie? Chito ist mein Freund, aber was macht ihr denn? Also ich weiß nie, ob sie für die Psy arbeiten oder nicht. Ich bin eine angehende Bande, ich warte noch auf den Stempel. Also bist du jetzt keine Bande? Nein, ist er nicht. Das bedeutet, du kannst rein theoretisch jetzt auch arbeiten beim Café oder sonst irgendwo. Das heißt, du hast keinen Job aktuell, oder, Chito? Hast du nicht, okay, alles gut. Wer ist alles dafür, dass er geht? Ist Chito Bitcoin, das will ich nicht. Boah, wenn Bitcoin den Bord hat, ich mach auch hoch. Nein, ey, Ayub, nimm mal deine Hände raus. Ey, Bitcoin, Chito ist einer von uns. Chito ist einer von uns. Chito, knall mich ab. Ich hab eine brandheiße Info. Was, warum? Ich kann man nicht ab. Jungs, das könnt ihr doch am besten. Chito, du bist einer von uns, chill doch. Das Problem ist, wenn du ausblutest, wirst du immer noch wissen, was hier passiert ist. Chito, wir kennen dich doch. Ey, Heres, warum lachst du aber? Bist du jetzt Mann geworden, weil du den Hut von Bitcoin hast? Okay, hör zu, Chito, mach Heres komplett fertig. Mach Heres komplett fertig, Chito. Und ich stehe hinter dir. Reicht langsam, ja? Nein, ich bin auf deiner Seite. Ich ficke Bitcoin. Sag schleimig zu ihm, sag schleimig, Chito. Was? Ja, warte, wen fickst du Bitcoin? Nein, ich fick dich. Was? Bitcoin?
Also nein, ich drücken. Nein. Wow. Ich bin auf deiner Seite. Was? Ja. Aber Heres, ja, okay, du machst eigentlich nur Runde, ich höre dann zu. Ja, ich will mir das nicht gefallen lassen. Naja, reicht nicht, dass Mendes so sein will wie ich. Heres jetzt auch noch. Sucuk, dankeschön. Aber warum macht dieser Fanboy von der Seite mit? Ja, weil ich Fanboy von dir bin, Leute, immer noch. Ich will so sein wie du. Bitte gib mir später Tipps. Schreib mir eine Nachricht. Der größte Fanboy bei Kali ever. Ja, Bibelcoin auch gesagt. Okay, hat noch irgendjemand was zu sagen zu Chito? Nein, aber wir haben hier noch eine Familie. Morenos, gut, stellt euch mal vor. Die Mondros ist nochmal. Eigentlich Mosano. Ja, also Morenos gibt auch nie auf, oder? Nein, gebe ich nicht. Wo sind die Morenos? Ich kann sie nicht sehen. Ich bin hier. Die sind doch da, Bruder. Wie kann man die nicht sehen? Rede weiter, Moreno. Ja, wir waren bei fast allen Familien. Und eigentlich wissen die auch Bescheid. Aber, stellt euch einfach vor, Manus. Was soll ich nur vorstellen? Ich bin Senor Moreno und ich leite das Mosano-Kartell. Ich war bei jeder Familie, wie ich sehe, bei ein, zwei Familien leider nicht. Seid ihr eine Bande? Nein, wir wollen genauso wie Chito eine werden. Ah, stark. Einfach wow. Zivilisten treffen hier gewonnen. Zivil-Treffen einfach. Ich würde gerne... Aber ich war bei mehreren Familien und die wissen eigentlich, dass ich zur nächsten Tafelrunde kommen wollte. Und das war von denen eingestimmt. Also, dass ihr auch Bescheid wisst, Hermanos. Moreno ist jemand, der, sobald er eine Familie hat, wird er definitiv Heres zu Brei machen. Der hat's drauf. Wow. Wir zittern schon. Das sehe ich. An deinen Adern. Ich bringe eine Decke. Decke? Wieso jetzt Decke? Senor, eine Frage. Wie alt sind Sie? Sind Sie so alt wie Mr. Bitcoin? Ah, ja. Ich bin 66. Stolze 66. Das ist ein Jahr älter als ich. Wie alt sind Sie, Bitcoin, nochmal? 65. Aber wieso ist er jetzt genau ein Jahr älter wie Sie? Will das kann ich werden? Dir nicht sagen, Armano, ich bin 65. Er möchte der Älteste werden. Er möchte Abi genannt werden. Ah, sind Sie noch Abi? Aber Leute, die bald ins Altersheim müssen, wollen hier Familie machen, Bruder. Hä, warum schießt du gegen Bitcoin jetzt? Nein, ich meinte nicht Bitcoin. Gegen Bitcoin nichts. Ey, Bitcoin, du bist weil der Beste. Weil das besser als andere Familien, ja, um Waffenteil anzubetteln, würde ich sagen, oder? Ich küsse dein Herz, du bist der Beste, Breitenberg. Ich glaube, wir haben gleich was zu besprechen. Waldet wird von Bitcoin abgeknallt und leckt hier seine Eier. Das ist crazy. Das ist crazy. Schaut mal, Armano, den einzigen Eierlecker, der hier ist, der ist es Lloyd und der ist in eurer Familie. Also hört auf, immer von Werewolves lecken zu das tun. Crazy, reden, Bruder. Die Eierlecker sind auf deiner Seite da am Rumlaufen. Ja, ja, natürlich, Armano. Wie gesagt, ich bin der Fanboy von dir und ich will so sein wie sie du, also muss ich das ja machen, Leute. Sie fühlen sich sogar angesprochen, ohne dass ich sie erwähnen muss. Du sagst ja von der Seite von uns, also von ihm, also meinst du ja uns. Du schießt ja die ganze Zeit hier in unsere Richtung. Hätte er auch Chito meinen können. Nee, du schon die ganze Zeit uns. Ja, ja. Das wissen wir alle hier. Relevantes besprochen, oder? Ja, ich habe noch das tatsächlich... Wir leben in Deutschland, Hermanos, und ihr wisst auch ganz genau, wie das Steuersystem hier ist. Es ist extrem nervig. Wir zahlen jetzt ungefähr mittlerweile 50% an Steuern. Einkommensteuer, Gewerbesteuer und was gibt's noch für eine Scheißsteuer, Breitenberg? Umsatzsteuer, Wegzugsteuer, Mierdersteuer, ich will eine scheiß Bank bauen, irgendwo, wo es keinen interessiert, Steuer, wir bauen Brücken in andere Länder, Steuer, ihr wisst ganz genau, welchen Steuern ich meine. Also, zusätzlich kommt tatsächlich noch die absolute, bekannte, gnadenlose, wunderschöne, vorzügliche Kali-Steuer dazu. Aber... Was? Ja, ich erkläre euch das. Aber sie ist gerechtfertigt, sie wurde gut durchdacht, sie wurde gut durchplant und sie ist auch nur einmal die Woche zu leisten. Es ist nicht mehr 10% auf den Gesamtbesitz des Lebens, sondern für Banden 100.000 und für Familien 350.000 die Woche sind an das Kali-Kartell jede Woche zu zahlen und das bedeutet, ihr dürft in der Stadt weiter atmen. Unbezahlt! Genau. Eine bessere Frage, wer zahlt von euch? Ich zahle das Doppelte sogar, Lan. Okay, eine Frage, wer zahlt das Achtfache? Einmal die Hände hoch, wer das bezahlen würde. Ich würde nur mal sehen. Ganz also wer darf Ludwig? Also wer zahlt diese Steuern an Kali? Ich zahle das Zehnfache extra um mich abzufangen, ja, Heres. Extra, das ist ein Neufache sogar. Sein Schwanz schmeckt sehr gut. Der schmeckt besser als jeder Schwanz auf der Erde. Ey, Aslan, du bist so erbärmlich. Alles gut, ja, ich bin total erbärmlich. Ich lutsche euch gegenseitig im Kreis ein. Hey, aber du bist doch da. Aber wieso, was wollt ihr von Azrael mir? Das haben sich Gashi und die Biker gemeldet. Es waren drei. Sie haben doch ein persönliches Problem mit mir, meine Freunde. Nein, Bitcoin, wie viel muss ich zahlen? 100.000. Dann auch direkt mit verlängerter Antenne. Also, Mr. Bitcoin, um das Ganze. 100.000. Ja, ich überweise ihn. Alles gut, überweis mal, Lutscher. Überweis noch nicht, vertrau. Doch, schon überwiesen, Bruder, alles gut.
Egal, Waldet macht doch sowieso wieder mit Waffen verkaufen. Noch eine Sache, jede Familie, die nicht bereit ist zu zahlen, kann gerne mit mir ein Gespräch aufbauen, um vielleicht eventuell die Frist zu verlängern oder natürlich noch ein bisschen was an den Steuern zu drehen. Jede Familie, die nicht zu mir kommt, um mit mir darüber zu sprechen, was die Steuern angeht, das müssen wir dann leider als Angriff gegen das, gegen die Steuern. Eine Frage, was machen Sie mit dem Geld? Nehmen. Mit dem Geld werde ich natürlich mehrere Sachen hier machen. Ich werde Krankenhäuser, Waisenhäuser und aufbauen und neuen Familien ein bisschen helfen. Haben Sie nicht genug Geld? Natürlich. Man kann Krankenhäuser auch alleine bauen. Ja, okay. Ich habe auch eins schon gebaut. No problem. Also wie gesagt. Also, ja. Mr. Bitcoin, also Sie haben ja doch Ihre Antwort bekommen. Aber ich habe eine Frage, Herr Bitcoin. Jede Woche am Freitag oder am Sonntag? Jede Woche am Montag. Am Montag ist in Ordnung. Warte. Das heißt, wir müssen erst Montag in einer Woche zahlen. Nein. Heute ist der erste Tag. Eigentlich muss jeder zahlen. Genau. Ah, heute muss gezahlt werden. Korrekt. Kann ich den Raten zahlen? Ich habe noch 92.000. 92.000? Ja, du kannst mir den Raten zahlen. Ich bin pleite. Guck dir mal. Ich bezahle für Timmy. Ja, ich bezahle für Jürgen. Ich bezahle für Jürgen. Eine Million. Ehrlich. Ich zahle für dich, Jürgen. Alles gut. Nein. Keiner zahlt. Ein Bruder. Ich muss meine Zeche allein zahlen. Jürgen, wir können mit dir jetzt machen mit deinem Körper. Ich lass mich nicht ficken. Egal. Leute sollen angucken. Eine Frage. Wie sieht es eigentlich bei euch auf den Routen aus? Wer hat welche Route aktuell im Besitz? Weil irgendwie das... wechselt ja wie kein zweiter hier. Wir haben seit 6 Tagen Munitionsroute. Noch eine Sache. Wir haben die Crack-Route. Noch eine Sache. Wer seine Sache mit mir nicht selber klärt, oder wer das dazu benutzt, um sich mit Familie zusammenzutun und zu sagen, hey, was hält ihr von der Kali-Steuer? Lass uns zusammen was dagegen machen. Ich zerpflücke euch auseinander. Klärt eure Sachen selber. Sonst habt ihr ein großes Problem mit mir. Wie sie auch gesagt, also dass wir das hier auf der Tafel angreift, klären. Also ist sowieso eine Lutscherfamilie. Und hier gibt es einige Lutscherfamilien in diesem Kreis. Mhm. Oh, einige, viele. Und dazu gehört ihr auch, ihr kleinen Lutscher. Das unterschreibe ich. Alles gut, Kano. Alles gut, Jürgen. Oh, sorry. Kleiner Moment. Wie gesagt, ich erwarte... Aha, Azrael hat bezahlt, Waldet Gashi hat bezahlt. Was? Da fehlt noch das von den Bikern, die 100.000. Also falls das wirklich stimmen sollte. Also reiß dich mal wach. Das stimmt, definitiv. Okay, dein Traum ist jetzt zu Ende, Bitcoin. Wach endlich auf und sag, was wirklich Sache ist. Das war meine Sache und das ist absolut kein Traum und... Bruder, bitte, lass sachlich bleiben. Hör auf, ich weiß nicht, was dein Ziel ist oder was deine Pläne sind, Bruder. Aber kein Mensch hier... wird dir irgendwie. Ich habe 200.000 gerade schon bekommen von den beiden Banden. Was meinst du? Ja, das sind irgendwelche Schwanzlutscherbanden, richtig. So wie das gesagt ist. Wieso? Keine Familie bezahlt. Keine. Keine bezahlt. Ich glaube, John ist machen? Gerade gestorben, ne? Ohnmächtig geworden. Dehydriert. Achso. Komm, Cousin. Oder John, ich geb dir Essen, Cousin. Kacke mal einmal, trag mal. Das leidet am Boden, Digga. Geht's jetzt? Jetzt bist du Keks in Mitte. Ah, gut, gut. Hätte ich doch nicht. Nein, die Älteren sollen stehen. Ich hab Respekt. Bei Mr. Bitcoin, können Sie auch Ratenzahlungen machen ohne Zinsen, weil das geht gegen meinen, ja. Brauchst du Geld? Nein, um mir die Zinsen, Geld zu geben, ihre Steuer. Ja, kannst du. Familien können 2 Raten machen und Banden können 3 Raten machen. Kann ich einen Kredit aufnehmen? Das finde ich so korrekt. Wer hat das gerade gefragt? Ich, John. Nein, wer mit dem Kredit von Sadonat? Loco, gib Leitkön Bescheid, Sadonat hat Waffenverkaufssperre. Was? So wie ich das sage. Du hältst deine Fresse, okay. Dann, du kleine Schlampe. Du bist die Schlampe, du deine Fresse. Oh, alles klar. Dann habe ich ja schon die ersten Chuchas. Du bist eine Schlampe, sagt er ja. Oh, mierda, Carlo. Oh, Carlo. Halt deine Fresse, du frecher alter Mann. Herr Bitcoin, wir können das für Sie übernehmen, wenn Sie wollen. Lass mich von dem alten Mann nicht sagen, Bruder. Ja, ich habe noch ein wenig Urin in der Blase, das werde ich an ihn ausleeren. Das wollen Sie, okay, alles klar. Ja, ja. Weil wir haben die auch 9-0 weggehauen. Das ist hart. Sie auch noch reden, das ist krass. Litecoin, sag mal schnell, unsere Leute sollen die Sadonas besuchen, ganz schnell. Haben Sie eigentlich da so irgendeinen Kontakt, wo man sich beschweren kann? Irgendwie so, irgendein Buchhalter bei den Kalis, die würden da gerne E-Mail verfassen, das geht ja gar nicht. Wenn Sie eine E-Mail schreiben wollen, schreiben Sie die an mich, dann wissen Sie, was für eine Antwort Sie kriegen. Zurückkommen, sollen die Sadonas aufknallen? Kalis, die sollen ja auch Sadonas. Was sagst du, Loco? Sollen die Sadonas aufknallen? Ja, natürlich, ausrotten, nicht abknallen. Ausrotten. Der will dich ficken, Bro. Der wird jetzt ausgerottet, ich habe ja sicher irgendwie... Und Romano, du wirst... Schau mal, weißt du, was das Lustige ist? Du kannst jetzt 100.000 zahlen, du hast eine Woche Frieden, du wirst aber ab heute 350.000 zahlen.
Nein. Du dummes Stück Chucha. Erzählst du gerade Scheiße oder meinst du es ernst? Tut's mich noch einmal und ich piss dir in die Fresse. Halt deine Fresse. Bueno. No problema. No problema. Bruder, hallo Dritusch. Ja, Bruder, der war 9 Monate weg, Bruder. Auf einmal der Dritusch, wenn er heute da ist, ja? Definitiv. Ehrlich, er war 9 Monate weg, ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, das ist Quatsch. Okay, gut. Man hat ihn ja auch nicht bemerkt. Das stimmt, weil der da stimmt. Na gut, ich weiß sowieso, wie das enden wird, Mirda. Hier reißen die Leute ihre Fresse auf und am Ende sagen die, dass sie sich gerade aufbauen. No problema. Bankers, wie sieht's mit euch aus mit der Kali-Steuer? Wie viel? 350.000. Miami, komm her, kommt mal her. Kannst du mir die einmal jetzt überweisen, dann ist das Ding durch. Kann der von Bankers lauter reden? Das ist Lakika und er zahlt. Zahlt ihr wirklich Bankers? Lakika, das ist das einzige Schlaue, was du machst. Warte mal, haben die jetzt gezahlt oder bin ich jetzt... Ja, die haben gezahlt. Die wurden 2000 Waffen wurden ihnen abgezogen von Kali und deswegen zahlen sie. Solche Lutscher, Digga. Warum hat er so eine große Fresse, dieser Leute? Mr. Bitcoin, bitte. Boah, hey Jungs, stell mal die freie Minute. Ich stelle uns mal kurz vor. Wir sind die Hoover Criminals, damit ihr Bescheid wisst. Wir sind jetzt auch in der Stadt. Nein, wir sind auch keine Bande. Wir Was seid ihr dann? Eine Familie. Dann 350.000. Können wir ja gerne später besprechen, weil es ja dann später ein Gespräch ist. Das hört sich sehr gut an. Ey, hört mal auf, vor Bitcoin einzuknicken. Ihr zahlt gar nichts, ihr Fotzen. Lakika. Ey, bitte, rede nicht so. Wie lange dauert das hier noch? Ich kriege ja schlechte Laune, wenn ich dich reden höre, ja? Lass mich mal bitte kurz zu Ende reden. Wer mehr von uns wissen will, der kann gerne in unsere Hut kommen. Kein Mensch will was von euch wissen, danke. Sehr gut. Sehr gut, das ist genau das, was ich will. Halt lieber mal, lieber. Wo deine Hut geht. Sehr gut. Eine Frage, wer hat gerade diese Waffenreparaturroute? Immer noch wir. Tijaret? Immer noch wir. Alter. Wie reden die eigentlich? Hat nicht Intikam drum gekämpft und hat irgendwie bekommen? Was war da nicht irgendwas? Intikam ist schon offiziell. Hey, Joa. Sorry, Mann. Hey, Intikam, wo ist diese Route? Habt ihr euch schon vorgestellt? Ob wir uns vorgestellt haben? Am Hafen kannst du verarbeiten. Schon vor mehreren Wochen, ja. Hey, danke dir, Isco. Gerne, gerne. Und in dem Fischerdorf kannst du die Waffen reparieren. Danke dir. Gerne, gerne. Wann ich repariere aber, eigentlich wieder die Maske tragen? Ich repariere aber nur für Kali, dann, wenn ich die Route habe, ja? Kein Problem. Weil die Route gehört Kali, die Waffenroute. Und die Waffen sollen dann... Der Feind meines Feindes ist mein Freund, alles gut. Bitcoin, ich habe die Steuer bezahlt. Also, die Bankers haben bezahlt. Ja, wir auch. Wir haben auch bezahlt. Ich sehe absolut nichts bei dir. Doch, auf ja, der SMS Funk. Oh, Saduna, ihr liegt am Boden. Ich habe gerade eine SMS mit einem Bild bekommen. Stark. Ach, sag bloß. Das ja, 100%. Harris, ich habe keine Nachricht von dir bekommen. Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist eure Familie. Ja, da könnt ihr heute Abend Party machen. Endlich mal gut fühlen, ne? Ja gut, dann schicke ich es dir nochmal, ja? Ausnahmsweise. Ja, dann habt ihr endlich mal 2 Siege hintereinander. Geil. So, jetzt hast du mir 62 Dollar geschickt. Wieso 62? Verstehe ich nicht. Warte, ich bin noch nicht fertig. Warte kurz. Ja, Chat, ich bin DJ geworden, ne? Dass ich den ganzen Tag so mache, damit ihr immer alles macht. Das ist, ich bin DJ geworden, ne? Chat, was jetzt passt die Summe, denn ich und deine Mutter verstehen uns sehr gut. Dashis haben 200 MK2 hergestellt und verlangen von anderen Familien Waffenteile, dass ihr Bescheid wisst. Digga, du bist so ein Kaputter, Digga. Haben sie gehört? Was sagst du, Lok? Breitenbeck? Dashis haben 200 MK2 hergestellt und verlangen von anderen Familien Waffenteile. Das klären wir noch. Gut. Ich möchte gerne hier, vor allen, einmal die Hände von denjenigen sehen, die mir 100% nichts zahlen werden. Saduna, bei dir halte ich das für ein Gericht. Aber Loco, einmal schnell alles aufschreiben. Ich weiß nicht, was du für ein Gericht hältst, aber... Schnell, Loco, mach. Da sind sehr viele Hände, aber noch unten, finde ich gut. Das ist schon mal sehr wichtig. Bueno, ich weiß Bescheid. Dann haben wir den Schwanz bis zum Hals wieder im Mund. Hermano, ich glaube, du hast was im Mund. Ja, die anderen blasen wieder hier. Definitiv. Es gibt auch Menschen, die achten auf ihre Familie. Artorius, dankeschön. Ihr verwechselt das, Hermanos. Wisst ihr? Indem ihr immer sagt, dass die anderen blasen und lutschen und was weiß ich mir da, gebt ihr ihnen das Gefühl der Zugehörigkeit von euch. Ihr seid aber diejenigen, die darauf nicht auf nicht achten, wie eure Familie, wie es ihr geht. Versteht ihr? Nein, das ist Bullshit. Oh, genau, Leute. Santa gab es 600 genau Mal. Du geierst dem Mirda. Die verschwinden doch nach einer Zeit wieder. Weil genau dasselbe immer und immer wieder passiert. Weil sie nicht Herr ihrer eigenen Familie sind. Das sagt jetzt ein Leute, der seine Familie aufgelöst. Kleinen Moment, wer ist da? Ich wurde auch Santa? Ah, Leute, Santa ruft an, die fragen, wo du bist. Er ist bei Menes, er hat keine Zeit. Alles gut. Vollidiot, Mirda. Du Schlampe, Leute. Wenn es nicht eure Stadt wäre. Leute, das ist die Welt der Kriminalität. Die Starken setzen ihre Gesetze durch. Es wird gezahlt, es wird gezahlt. Lass mich dir nicht zeigen, dass es meine Stadt ist, Hermano. Lass mich dir nicht zeigen, dass es meine Stadt ist, Mirda. Denn wenn ich will, mache ich alles. Aber ich halte mich das zurück. Das tust du doch bereits. Ah, wirklich. Dann tun sie doch was dagegen, Leute. Lass mich das also, noch ja? Rennt, tun sie es. Würdest du gerne an meine Stelle sein, Leute? Nein. Ha?
Bist du eifersüchtig? Nein, ich bin doch ganz schön. Würdest du gerne an meiner Stelle sein? Nein, ich werde weder gerne an deiner Stelle, noch bin ich eifersüchtig auf dich. Noch wärst du gerne in meiner Familie, richtig? Noch wäre ich gerne in deiner Familie. Du bist doch in Wahrheit genau dein. Ich meine, du hast eh schon fast ganz Rivera. Du musst mich doch jetzt auch nicht dazu holen, ha? Was? Bist du ein Rivera? Bist du ein Rivera, Leute? Ja, Jimenez ist Rivera, was denn jetzt? Ich war auch da damals Rivera. Korrekt. Natürlich. Aber soll ich dir was sagen? Sagen wir mal, du hast recht. Und sagen wir mal, du hast recht. Und es passieren die Dinge, die ich es will. Kannst du mir mal verraten, was du hier suchst, Chucha? Aufmerksamkeit? Was suchst du hier, Leute? Ich bin der böse Mr. Bitcoin, mir gehört Kiel. Was aber zum Teufel suchst du hier? Ich bin der Unterdrücker der Gesellschaft und der Nation. Ich bin unfair und scheiße. Was zum Teufel suchst du hier? Aufmerksamkeit? Nein, ich bin Karriere? Ein Masochist. Ich stehe auf dich. Ich verstehe, Scheiß. Du bist ein Fanboy und ein Lutscher. Ich verstehe. Nein, der Fanboy steht neben dir. Nein. Wie? Du bist genau die Art von jenigen, Mirda, die sich stetzig. Du bist genau die Art von Menschen, Mirda, die sich beschweren. Aber trotzdem immer noch bleiben, weil sie anders vielleicht nicht können. Weil sie vielleicht jämmerlich sind. Ich bin mir so nicht sicher, du wärst sehr traurig, wenn ich nicht da wäre. Oh, Mirda. Mirda. Du bist nur noch ein Wrack und der Schatten von einem Rivera. Ich bitte dich, Leute. Ich bitte dich, Leute. Natürlich, definitiv. Sehr, sehr wichtig. Vor allem für diese ganzen Lutscher-Sprüche. Wer ist ein Lutscher? Das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Und ich sage dir ehrlich, ohne diese Sprüche wüsste ich gar nicht, was ich tun soll! Ich sage sehr selten Lutscher. Natürlich, definitiv. Dein Favorite-Wort ist Funboy. Ja, das ist korrekt. Bueno. Zorro, dankeschön. Haben Sie nicht damals erzählt, Mr. Bitcoin, dass Lloyd ein großer Anführer war? Lloyd war ein großer Anführer, das werde ich niemals verleugnen. Aber das Problem ist, Romano, er war ein großer Anführer mit wenig Konkurrenz. Das ist das Problem. Jetzt ist er hier und hat wirkliche Gegner. Ja, das stimmt, du warst keine große. Und jetzt versagt dein Wettbewerb gewesen. Das stimmt. Also Lloyd ist wie einer, der in einer Bot-Lobby sich beweisen kann, aber ansonsten verliert. Aber Breitenberg, nicht so ungut. Ist das dasselbe nicht bei dir auch? Ich hab Bot-Lobby, Bruder. Mein Freund, im Gegensatz zu ihm habe ich Earnings. Ich habe sie nicht erspielt, ich habe sie erkämpft. Earnings, das nennst du Earnings, Bruder. Haut das Also dafür, dass sie mich Bruder genannt haben, dafür würde ich mir am liebsten die Kugel geben, hier und jetzt. Warte mal, wer ist Ennis von den OGs? Darf ich? Ich bin das. Wieso habt ihr bezahlt? Wie, ihr habt bezahlt, OGs? Ja, wir wollen keinen Stress mit den Kalis. Sehr gut. Genau so, Ennis, mein Bruder. Olaf Schaaf würde sich schämen für euch. Hey, Mr. Bitcoin, hätte ich das Geld, würdest du auch überweisen, aber ich hab's nicht. Olaf Schaaf würde sich wirklich schämen. Oh, Marcel, halt einmal die Fresse, du Hurensohn, ja, bitte. Junge. Kannst du mit deinem Vater dort so reden, nicht mit mir, also schon. Hey, was hab ich damit zu tun? Er hatte es schon schwer genug, Mirda, weil seine Mutter eine Horre war. Also übertreib es nicht, Heres. Übertreib nicht, du Bastard. Hast du gehört, du Hurensohn? Aber er hat gerade deine Mutter beleidigt, Loco, ne, falls du es richtig gemacht hast. Er hat, nur dass du weißt. Jeder weiß, Marcel ist ein Hundesohn, aber dein Vater hat gerade gesagt, dass deine Mutter eine Ho ist, ne? Ja, das ist doch richtig. Gut. Also, kein Problem. Ja, aus einer Dankeschön. Man kann sich seine Eltern nicht immer aussuchen, Romanus. Das stimmt. Bitcoin, was passiert mit den Leuten, die das nicht bezahlen können, weil sie kein Geld haben? Auf die komme ich zu. Sehr gut. Sie sind so ein guter Mann. Gracias. Genau. Ich fange an, Leute zu beleidigen. Warum machen Sie mich noch runter? Warum machen Sie das? Reflex. Hören Sie doch einfach Reflex. Auf, anstatt mich zu pushen, mich unterstützen. Gehen Sie auf mich. Hermano, um dich zu pushen, müsste ich dich wegdrücken können. Und das schaffe ich nicht wegen dem Gewicht. Jetzt entspann dich kurz. Ja. Aber... Das ist so ein guter Mann. Das ist ein guter Mann. Er kümmert sich um die Stadt. Das stimmt. Ich kümmere mich in die Stadt, dass ihr nicht in euren Anwesen verrottet. Korrekt, ja, das ist richtig. Alles gut. Das ist richtig. Während eure ganzen scheiß Leute mir dann nicht an eurer Seite sind, weil ihr nicht wisst, was ihr mit denen machen sollt. Weil ihr gar keine Ahnung vom Leben habt, Mirda, weil ihr hier rumrennt und Scheiße frisst. Weil keiner sich für euch interessiert. Ja, genau, ich bin ein guter Mann. Saluna. Ist die Tafelrunde so ein extra Drink für Kali, dass die hier vorbeikommen? Ach, Digga. Ja. Nein, die Tafelrunde ist nicht für Kali. Die Stadt ist für Kali, Leute. Oh, nein. Was suchst du in dieser Kali-Stadt? Was suchst du hier? Das ändern. Vielleicht will ich die Kalis vertreiben. Denn Andale, du kannst nichts, Leute. Und das wissen wir beide. Außer viel reden. Und davon erzählen, was für gute Leute du hast. Die dich aber immer wieder verlassen und dir von den Hinten in den Rücken schießen. Weil du ein Niemand bist. Leben kann sehr viel bewirken. Verstehst du das? Du hattest deine Prem. Du warst der Leut von dem Santa Sofia Kartell.
Aber du hast dich wie ein Chamäleon, Mierda. Ey, hört nicht auf die, kommt zu uns, kommt, stellt euch hinter uns auf. Sie sollen in der Mitte stehen bleiben, das sind unsere Geiseln. Ach, halt die Scheiße. Das ich behalte das gute Stück hier. Schaut ihn euch mal an. So sehen die Aslan, komm runter. Als hätte ein Kilo Hackfleisch in der Hand. Schauen Sie an. Meine Hand steckt tief in seine Marschloch. Wie eine Puppe, wie eine Marionette wird diese Familie hier geführt. Aslan, lass dich los. Aslan, lass dich los. Gut gemacht, Aslan. Schaut mal, wie er auf dem Boden hockt. Ach, wie Digga. Ein Hund seinen Arsch abwischt. Digga, du hängst in Amsterdam drin, entspann dich mal. Ne? Nein, ich hoffe nicht, Vicky. Ich hoffe nicht, weil Kalis sind die einzigen, die man leaken kann. Alle anderen sind alles sündenfreie und fehlerlose Menschen. Wer ist meine Maus aufladen. Von ist ja Dunas. Hallo, kommt mir ein wenig bekannt. Ja. Waren sie nicht vor 12 Monaten Zivi und dann sind sie verschwunden? Zivi war ich? Achso, hast du Redebedarf oder? Ja, habe ich ein wenig. Okay, gut. Ich frage mich, wie ein Mann, dessen Familie gerade in 20 Sekunden vernichtet wurde, es wagt so zu sprechen. Meine Familie, Digga. Das ist eine Tafelrunde. Echt jetzt? Wir haben Zivis wie sie nichts zu suchen. Stark. Nehmen Sie Ihre Anglerwesten und gehen Sie angeln, mein Freund. Okay, willst du mir noch erzählen? Fische. Willst du mir noch erzählen oder hältst du deine Fresse jetzt? Wieso, wie viele hast du denn? Perfekt. Also, das ist ja widerlich. Das Einzige, was widerlich ist, ist, wenn du in den Spiegel guckst. Boah. Busche. Busche, sagt einer, ein Gangster. Ist euer Anwesen zufällig am Würfelpark? Nee. Das hört sich so an. Ja, stark. Erzähl mal, warum fühlt ihr euch so krass? Schnauze. Also will auch jemand reden, mir draußen dieser Versager der Gesellschaft? Oh nein, die Schnauze hält ihr. Fertig. Naja, definitiv. Wir haben gerade eure Leute hierher getragen. Stark. Gut gemacht. So, mir was zu trinken, schnell gemacht. Jetzt, oder? Ja, ich habe mir was zu trinken gemacht, alles gut. Isco, hast du nicht etwas zu sagen? Ich habe schon gesagt, was ich sagen wollte. Bueno. Jessica, die wollten auch nichts sagen. Ansonsten fällt mir gerade tatsächlich nicht viel ein. Ich hab zwei Bilder geschaut. Also bleibt's bei 3000 jetzt Munitionspreise? Oder was war jetzt das letzte Wort von euch? Ja, die Leute können ja auf uns zukommen. Das ist crazy, dass das einzige... Ich weiß doch, wo ihr rumgeholt habt, genau ihr wegen 1000 Munition. Ich kann das nicht zahlen! Jetzt 3000 mit kriegen. Das ist crazy, dass ihr nur an Munition denkt. Kein Problem, ich verkaufe hinter eurem Rücken. Jürgen, du kannst nicht den Stand von vor einem Monat mit jetzt vergleichen. Oh, warte mal, und wieso? Wolltet ihr das bei T-Jared machen? Oh mein Gott, das war peinlich gerade. Hast du das gehört gerade, Washington? Ja. Er sagte, du kannst nicht den Stand von vor einem Monat von jetzt vergleichen, aber er will euch erzählen, dass ihr zu teuer seid. Das ergibt keinen Sinn, Isco, hermano. Das ergibt keinen Sinn. Weil bei denen hat sich nicht viel geändert. Wie? Ich verkaufe 350 Munition für 350.000, damit ich... Soll ich Ihnen jetzt sagen, was Sache ist? Also, die Munition sind immer noch wieder vor. Deine ID. Wir sammeln eine Hülse alle 10 Sekunden. Okay, und die Drogen looten, die wurden ja etwas, also ich weiß nicht, die geben bessere Ernten ab. So, man sammelt 5 ja, Droge PCN, okay. alle 10 Sekunden. Dementsprechend verdient man aktuell mehr Geld. Okay, und das heißt, wir sind etwas mit unseren Preisen höher gegangen, aber T-Jarlit hat komplett line geschissen. Als wir diese Waffen der Platulut hatten, haben wir für, lass mich nicht lügen, ich glaube 2000 oder so lepaliert. Und selbst da haben sich Familien beschwert, dass wir das zu teuer machen. Jetzt sind die auf 7,5 hochgegangen, obwohl deren Einkaufspreise immer noch gleich sind. Scheiße. Okay, das ist interessant. Was sind denn ihre Einkaufspreise? Das sind 6 Lepalaturkasten. Sind wir hier gerade in einem Wirtschaftskurs? Ich dachte, diese kriminelle 300, Familie. Was? 6 Lepalaturkasten. Und dann haben die eine Waffe repariert. Genau. Kann man diese Route fordern? Nee, null Banden. Hab ich eine das sind 600 ja. Euro oder so, die bezahlen. Pro Lepalatur. Und die wollen 7500 dafür. Ja, natürlich. Und die müssen nicht arbeiten, die müssen gar nichts. Die gehen einfach in einen Supermarkt, kaufen sich da die Lepalaturkasten voll und lepalieren in 10 Sekunden. Und machen sich die Taschen dumm und dämlich. Also die verdienen sogar, also wenn man das mit der Arbeit vergleicht, sag ich mal, was man auf Drogenlooten verblinkt, die machen sogar einfacher Geld als Familien, die eine Drogenloote besitzen. Einfacher Licktick. Aber bekommen wir mehr Geld? Wir können nur über unsere Loote Geld verdienen. Der ist doch richtig. Das ist ja, richtig. Genauso wie alle anderen Familien. Ja, und wie sollen wir unsere Waffen leisten bei deinen 2000 original, danke dir, Bruder. Termains, danke schön. Du sollst wieder auf 2000 runter, aber 7500 ist viel zu viel. Marcel, Kevin, Simon, Lobia, Katakuri, danke schön. Als davor nur eine, als wir die Loot hatten. Oha, Shiva, vielen Dank. Also Chat, Twitch Prime ist kostenlos. Zwei genommen. Das ist für zwei hast du vier genommen. Ey, vielen Dank für die 10 Sub, wenn wir den Sub geschenkt bekommen. Lasst mir gerne Liebe da. Und wenn ihr einen Prime Sub habt, dann lasst ihn gerne jetzt hier. In diesem Hype Train. 152? Ich brauche, es ist doch egal. Wie das ich kann einen brauchen, ich kann einen halben brauchen. Doch, ist scheißegal. Im Endeffekt ändert sich ja der Preis nicht. Chill doch, Leute. Leute, beruhig dich, Mann. Leute, ist alles in Ordnung. 20k, eine MK kostet immer noch 30k. Ich kann ja mit dir machen, was ich will. So wie ich auch mit dir.
Ja, das ist korrekt. Versuchen Sie gerade eine Bande einzuschüchtern. Armando, danke schön. Trish, danke schön. Schon die ganze Zeit, aber schaffen wir nicht. Wach. Burho, Burhano offiziell, danke schön. Ey Leute, danke für die ganzen Subs! Das kommt von mir, haben Sie ein Problem damit? Ja, hast du doch gemerkt. Einzige Problem, okay, danke, was ich hier sehe, sind irgendwelche schwachen Familien, die sich auf Banden stürzen müssen und Leute, die nicht einsehen, warum sie diese Steuern zahlen müssen. Ich sehe kleine Kinder in einer Runde, die rumheulen, als wären sie im Kindergarten, als würden sie sich beschweren, anstatt mal ehrliche Worte zu sprechen oder Taten, mit Taten umzusetzen, was sie verlangen. Ja. Das ist keine Tafelrunde mehr. Okay. In Griechenland hätte man euch ausgelacht für diese Tafelrunde. Deswegen sind wir nicht in Griechenland. Gott sei Dank sind wir nicht in Griechenland. Gut. Damals waren sie FBI und jetzt sind sie was? Keine Ahnung, was sie meinen. Was? John Franklin war bei der FBI, Breitmeer? Nein. Richtig. Er war sogar der FBI-Agent Nummer 1, Mitarbeiter des Monats. Bedankt euch bitte, wenn ihr es abgeschenkt bekommt. Amt, vielen Dank. Natürlich nicht. John, stimmt das? Stimmt nicht, Mann. Der labert scheiße. Er war nicht immer kriminell. Okay, er war gut erzogen. Okay, ich erzähl, was Breitmeer gemacht hat. Er war auf Privatschule. In Griechenland hat er Latexanzug getragen und war in einem Biker-Gang. Habe ich auch. Ich war Zivilist, habe jeden Schwanz geblasen und Leute wie sie fertig gemacht. Ja, jede gut, Familie. Dass sie das machst du doch heute. Ne? Und ich habe kein Problem damit. Aber im Gegensatz zu ihnen kann ich zu meiner Vergangenheit stehen, mein Sohn. Mein Sohn? Richtig. Flo, vielen Dank. Ich Zweifel, dass sie meine Mutter gefickt haben. Er, mein Vater, mehr auch nicht. Ich weiß nur, wie sie im Streifenwagen unterwegs waren und nach Geld gebettelt haben für irgendwelche Infos oder irgendwelche kleinen Kriminellen befreit haben. Und nach Geld betteln? Richtig. Weiß ich nicht. Und die Vagos damals, die hatte auch keinen Wert. Als sie in die Stadt kam, wurden sie runtergemacht. Von meinen Zivis. Oh, der ist gut. Warte mal. John Franklin von Berg? Ist das richtig? Nein, er ist nicht mein Vater. Schauen Sie sich doch mal an. Der kriegt mal einen Steifen, wenn er meine Mutter sieht. Das ist richtig. Er ist mein Ziehsohn. Er ist dein Ziehsohn? Ich habe ihn auf der Straße aufgegabelt. Oh ja, Sie sind so gnädig. Der Patron wurde eiskalt adoptiert dran. Ich wurde einfach adoptiert. Jungs, ich bin jetzt ein Berg. Von Berg? Nein. Ich habe einen Berg in der Hose. Ja, Fovi, lass das Pult hier stehen, bitte. Ich kann nicht mehr, Digga. Nur Scheiße irgendwie heute. Ja, du kannst wirklich nachher nicht mehr. Vertrau mir mal. Okay, Breitenberg, eine Frage. Ich höre meinen Sohn. Hast du noch mit meiner Mutter Verkehr per E-Mail oder so? Oh, Löwbär, vielen Dank für 1000 Bits. Vielen Dank. Leute, danke für Hype Train Level 7! Also viele Mails, wie du schreibst, Papa. Oder diese Popcorn Oreo und so, die sind krank. Oder Popcorn Sour Patch, die sind geisteskrank. Jonas, vielen Dank. Hey, hallo, kommen Sie wieder zurück. Wir brauchen keine Unterhaltung für die Dame. Kann Ihnen nur sagen, dass ihr vernichtet wurdet in 10 Sekunden. Nein, ja, die Bande, perfekt. Alles dreimal, Chat. Alles mal drei. Jetzt! Yeah! Du bist so mächtig, Bettenberg, Alter. Krass. Wer kann, Problem haben? Lowbear, vielen Dank für 500 Bits. Machen wir ja. Wir zahlen ja nicht. Ach so, ihr streikt. Ja, ihr seid wie Klimakleber. Und dann wundert ihr euch, wenn ihr am Ende überfahren werdet. Ja, was wollt ihr? Ja, richtig. Wir wollen nicht zahlen. Ach, wir sind deine Bande. Ach, Jungs. Ja, richtig. Das böse also, lassen wir dieses Thema. Prinz, Dankeschön. Lassen wir dieses Thema. Punkt. Nee, immer noch nicht. Rommel ist nicht da. Nuno, dankeschön. Vielen Dank. Ich höre keinen. Geht denn wer? Wer? So. Wer kann, der kann, der ist gut. Eine Minute, okay. The Big Daniel, dankeschön. Vielen Dank. Bitcoin. Tschö. Wird da jetzt abgestimmt oder wie sieht das für uns aus? Du fragst jetzt einmal die Stadt, wer was dagegen hat, wenn ihr das macht und dann, ja. Warte mal, ich glaube, er denkt, okay, ich kann ihn offiziell machen, Chat. Dr. Zia, danke für 5 Verschenkte. Vielen Dank. Löbär. Tier 3 sagen. Vielleicht sollen die anderen auch alle dazukommen. Warte kurz. Perfekt. Moreno, willst du was sagen? Ja, er hat gesagt, ich soll noch kurz warten, weil die da hinten noch am Reden sind. Halt mal deine Fresse da hinten. Wenn wir kurz was besprechen, ist doch alles in Ordnung. Nein, ich meinte. Die planen was gegen Kali, 100%. Du bist ja auch so von Tür zu Tür. Nuno, vielen Dank. Du kannst auch kurz warten. Ja, klar, schau dir doch mal hinten an. Also unauffälliger geht's ja nicht. Okay, gut, dass du Bescheid bist. Ist mir egal, das sind die großen, starken Familien. Oh, danke für Hype Train Level 8, Leute. Vielen Dank. Soll ich die Familie schon mal in die Nähe punkten, dass sie aufpassen? Ja, die sollen sowieso die ganze Zeit auf Achse sein. Kali, hört ihr mich? Es kann sein, dass wir gegen 2-3 Familien kämpfen. Hamudi, habe ich mir genau das Gleiche gedacht. Vagos und Menes, die tun sich gerade zusammen. Die wollen die Steuern nicht bezahlen. Seid bereit, seid in Kolonne und seid in der Nähe von uns. Ich bin fast gestorben gerade. GPS an. Hat Moreno schon gesprochen? Hol mal Bohrmaschine raus. Ist da hinten eine neue Tafelrunde entstanden? Ich komme sofort. Ja, Amo, ja. Ich bin doch hier. Die sollen nicht sehen, dass wir reden. Geh kurz weg. Okay. Hör zu, Jürgen. Hörst du mich? Ja, Marcel, seine Mutter ist eine Ruche. Ich mag. Nein, ist sie nicht. Die okay. ist eine gutherzige Frau. Hör mir einfach zu. Vertrau mir einfach. Ich möchte was testen. Sag einfach, du zahlst die Kali-Steuer, aber zahl sie nicht.
Ich möchte einfach was nach der Tafrunde kommt ihr zu mir und ich erkläre, wieso wir das gemacht haben. Ihr sagt, wir zahlen die Kali-Steuer und wir wissen, dass ihr damit Gutes macht. Aber ich will einfach eine Sache testen. Bueno? Okay, bueno. Danke, Mama. Tschüss. Der Punkt. Sag an. Und die beiden. Ey, ihr dürft nicht ganz laut reden, sonst hört man euch nicht. Oh, Rommel, Lola. Dankeschön. Moreno, du kannst. Chat, ein Prime reden, noch, wir haben Hype-Channel Level 9. Ich hört, ich weiß nicht. Hört man mich. Lass dich ganz laut reden. Wenn du ganz laut redest, hört man dich nicht. Ob eine Familie Probleme hätte, dass wir auch kommen würden als Bande. Ob man es abstimmen könnte oder ob. Was heißt für die Kali-Steuer? Edgar will die Dankeschön. Bestimmt eingehen, das wäre der dümmste. Das war nicht die Antwort auf meine Frage. Drei Maxim, vielen Dank. Ich werde darüber verhandeln, Sie. Dann wird er nicht zustimmen. Das meinte er. Sie, Rommel? Leid, okay. So rede nicht. Muss lauter sprechen, Rommel, wir haben dich nicht, Bro. Ich höre Rommel auch nicht. Jetzt hören wir dich. Ich glaube, einige Leute müssen. Ey, Saduna, Leute, könnt ihr ein paar Leute wegschicken? Wir schicken auch ein paar Leute weg. Wieso ist Tijale da eigentlich viel hier, Alter? Mal die Shooters da weg. Die sind doch sowieso 08. Wieso haben die Hälfte der Familie hier eingeladen? Twist, dankeschön. Also Willow, dankeschön. Sag euch, was Shooters eigentlich heißt. Das heißt, ne? Wir sind eigentlich nur vier. Unsere ganze Familie steht hier. Passt es auf, wie ihr es auffassen wollt. Ihr seid Chushas und ihr sollt euch verpissen. Was sind Chushas? Wir bleiben jetzt hier. Erklär mal, Leute, was sind Chushas? Ich gerne, Leute. Der wollte Zuschlag sagen. Zuschlag. Oder er meint Shishas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Na gut. Eine Frage. Was sagt ihr denn zu dem Punkt von Moreno? Was denn? Dass die Tafelrunde entscheidet, wer hier zu einer Bande wird und wer nicht. Nee, das wird eingekauft. Dann kaufen sich Leute nur ein. Ich bin bei jeder Familie schon gewesen, selbst bei Ihnen, da drüben bei Vagos. Ich habe zwar nicht mit Ihnen geredet, aber mit jemandem aus der Leadership, das ist leider ungünstig gewesen. Bringt dich vor mir nass auf Cayo Perico oder so, schön da. Ja, ich habe dich zweimal gesehen, einmal hier auf der Tafelrunde und einmal, wo du hier unsere Stimme haben wolltest, standst vor Tor. Sonst habe ich dich hier noch gar nicht gesehen, ja? Wo wohnst du überhaupt? Wer redet denn gerade? Ich hier von der GmbH. So, ich bin jetzt gerade frisch, wir haben uns ein frisches Anwesen genommen, da wo die Bankers, glaube ich, unten waren. Oder Intikam frühzeitig. Oder treibst du die ganze Zeit, weil, keine Ahnung, ich habe dich bisher noch nicht gesehen, ja? Und wir waren bei Inti. Was? Nicht ganz laut reden. Wo warst du? Bei GmbH waren wir auch zwei, dreimal. Red mal lauter, bitte. Geh in die Mitte und red aber nicht ganz laut, genau. Das hört man nicht. Oh, so, jetzt hört nicht jeder, oder? Jetzt hören wir nicht. Ja, nein, wir waren bei GmbH auch schon mehrfach. Nö, einmal. Also ich kenne Sheriff sehr gut, er ist ein alter Freund von mir. Also. Ja, Domo, Dom Teretto, danke dir. Ich hatte dich davor einmal gesehen und du wolltest uns direkt unsere Stimme haben, dafür, dass du eine Familie wirst. Davor, ich habe dich noch nie gesehen, ne? War vielleicht mit dir nicht so oft, aber mit dem einen oder anderen von GmbH schon, sie. Ich glaube nicht, ja. Das sagen alle meine Jungs. Ambo, danke schön, vielen Dank. Haben die gefragt, was will der eigentlich? Ich habe dich noch nie gesehen, ja. Ich kenne eigentlich Geld springen, Alter. Paar von euch. Die Frage ist, glaube ich, eher, ob das überhaupt durchgeht. Jungs, das haben wir nicht zu entscheiden, ob wir die als ja, das meine ich, ja, entscheiden das meine gar nichts, richtig. Jungs, aber was reden wir jetzt? Warum entscheiden wir nicht? Wir sind doch im Kreis. Das machen doch die anderen, Bruder, ja. Nein. Wir müssten eigentlich entscheiden, ob diese Leute eine Bande werden, eine Familie werden oder sonst was. Wenn unsere Eier sagen, ob die was drauf haben oder nicht. Das haben wir schon mal gehabt. Das haben wir genauso schon mal gehabt. Also Familie ist vielleicht ein bisschen was anderes, aber ja, Bande würde ich schon sagen, dass man eventuell, dass die Stadt das entscheiden könnte, weil Bande ja, und definitiv, Familie ist ja nein, komplett. Ein bisschen wieder Unterschied. Banden sollten sich. Sergen Lopez. Was meinst du? Salam alaikum. Alaikum salam. Hey, Bitcoin Reader, wo ist der? Ich bin hier neben dir, Sergen. Also willkommen, Sergen. Hä, wo? Du stehst genau vor ihm. Da bei Loco und Breitmerk? Mhm. Ich sehe ihn einfach nicht, okay. Autos. Okay, also kriegt man das nicht durch, dass die Tafelrunde entscheidet, wer jetzt hier eine Bande wird oder nicht? Oder kriegt man das durch? Ja, der größte Lutscher wird dann eine Familie oder so. Naja. Weil er sich mit jedem gutstellen will und für jeden irgendwas macht, damit er die Stimme bekommt. Weiß ich gar aber nicht. Aber danach, im Nachhinein müssen sich die Leute ja trotzdem weiterhin beweisen. Die 23 Uhr Schicht. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ja. Chat, was soll ich essen? Ich hab bis jetzt. Ihr wisst, Chat, ich bin immer noch auf mein Käsebrot, was ich vorhin gegessen hab. Diese zwei, drei Scheiben Brot und. Vier Scheiben Käse. Geht's dir gut, Bruder? Und die Melone. Ja, schwierige Zeit. Ich hab immer noch nicht gegessen, das ist mein einziges Brot heute. Schnurrbart sieht krass aus. Du siehst aus wie dieser Dönermann von dieser, wie heißt das, diese Verpackung kennt? Nee, wir haben noch eine Hälfte Pizza, aber ich hab irgendwie nicht Lust. So, das ist mir jetzt zu schwer gerade. Also, es ging um die Kali-Steuer, aber die habt ihr gerade bezahlt an mich. 350.000 Sergen. Ja. Ein paar andere Familien haben auch noch bezahlt. Was ist mit den anderen? Der Rest, der war jetzt dagegen? Bin ich da?
Ja. Loco. So, Antwort keine. Ey Leute, danke für 47 verschenkte Subs im Hype Train und 1700 Spits. Ja, vielen, vielen Dank, Leute. Vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt gemeinsam dick. Walla Wings hätte ich Bock, so Fingerfood-Sachen, so Kleinigkeiten, nicht so. Du musst dich nicht mehr alleine fühlen, ich bin jetzt auch fett. Also hab ich dich aus der Tafelrunde gefragt, ob du eine Bande in der Stadt sein darfst, oder was? Ja, ob man das abstimmen könnte. Ja, ich denke mal, von jeder Familie ist einer hier. Sollen die Leute, die einfach. Ich habe auch überwiesen. Ah, ich habe gerade die 350.000 auch von. Kleinen Moment, 350.000 auch gerade von Jürgen bekommen. Also Kanone auch bezahlt. Wuff, wuff. Musste sein. Es ist immer noch für Krankenhäuser. Es ist auch für Krankenhäuser, für gute Kinder, für Pennerfamilien hier. Pennerfamilien, das ist richtig, Mirda. Aber Saduna muss erstmal auch an mich zahlen. Och, nö. Hört jetzt fertig mit eurer Steuer? Fertig, wir haben gezahlt. Ja, rede, Miklo. Du warst gerade am Reden. Auf jeden Fall für die Leute, Sekunde, die der Chat. Meinung sind... Miklo, kannst du lauter reden, Moreno, Bruder? Ja, ich komme einfach hier. Für die Leute, die der Meinung sind, dass Moreno einen Mehrwert für die Stadt bringen sollte, sollen einfach die Hände nehmen und die, die nicht dieser Meinung sind, sollen die Hände unten lassen. Und dann sehen wir einfach, ob die Stadt Moreno willkommen heißt als Bande oder nicht. Ja, ganz einfach. Er ist einer von 5 Leuten, die sich älter anhören als 18. Ich sage, der bringt Mehrwert. Allein durch seine Stimme. Also... Gracias. Wir lachen, Jürgen, aber wenn ich hier in diesen Kreis höre, ich bitte Sie. Ich sehe einen Leute, der sein Gesicht schwarz bemalt, einen Marcel Heres, der irgendwelche Mütter beleidigt, obwohl er selber keine richtige hat, keine Erziehung genossen hat. Ich sehe Familien wie, was ist das? Warum jetzt Saduna, die einfach Sprüche klopfen und den ganzen Tag kassieren? Was passiert denn mit Saduna jetzt, wenn ich fragen darf? Die versuchen auch mal was zu reißen, das merkst du doch. Nein, ich frage Herrn Breitenberg, was passiert mit Saduna jetzt? Aufwärmübung, ich bitte Sie, damit die Karte einfach... Kann man das jetzt hier kurz zu Ende machen? Ich würde jetzt wissen, wie sieht das jetzt aus? Das würde ich auch gerne wissen. Ja, Moreno, also... Also ich würde das gerne auch wissen. Warte mal, ein bisschen lauter, man hört dich nicht so gut. Man hört dich nicht. Ich höre ihn auch nicht. Hallo? Ja, jetzt. Ja, ich meine, macht ihm doch keine Hoffnung. Also ihr wisst doch alle selber, dass wir das nicht hier so selber entscheiden können. Also. Aber wir sollten entscheiden können. Wir sind diejenigen, die in der Stadt wohnen. Ja, das stimmt. Wir können Einfluss drauf geben, Rommel. Natürlich können wir das. Können wir, aber am Ende müssen wir das auch so einbewahren, dass wir auch Leute, rauswerfen, genau. Ja, natürlich. Die Leute, die nicht sich an diesen Kodex halten, Leute, die aus der Reihe tanzen. Dann will ich sehen, werft eine Bande raus und holt Moreno rein. Wer ist da noch keine Bande? Wir können ja erstmal schauen, wer dafür ist, ob das Moreno willkommen geheißen. Wie viele Banden haben wir denn gerade aktuell in dieser Stadt? Wissen wir nicht. Ich glaube 6. Moment, wir sind auch eine Bande. Wir sind auch eine. Wer ist wir? Ich, Gashis. Ja. So. Baulas. Ich glaube, das kann man aber eh nicht entscheiden ohne Geschäftsmänner. Dann sage ich jetzt schon mal, ich finde zum Beispiel ein Waldet Gashi hat mehr Einfluss in dieser Stadt. Ein Bande als auf jeden Fall. Definitiv. Also keine Ahnung, das müsst ihr entscheiden. Die Frage ist, glaube ich, hier eher, wie viele Banden sollen überhaupt zugelassen werden? Also 7 auf die 7 Banden. Komplett falsches Thema hier schon wieder. Also wie gesagt, ich muss hier eigentlich auch nicht so stark bestimmt werden. Hey, 2K, wie fühlt ihr euch eigentlich gerade? Seid ihr trotzdem noch frisch? Ich geschlafen, Mr. Bekön, ja, gute Nacht. Gut, adios. 2K? Hola. Hörst du mich jetzt? Si, jetzt höre ich dich. Hörst du mich jetzt? Ja, okay, perfekt. Ja, wir verdauen jetzt und dann geht's weiter. Was soll ich sagen? Sind die schlecht von euch gegangen oder nicht schlecht? Nein, alles cool. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, passt auf, wir probieren etwas. Die Cheater auch nicht schon, ja. Dann klappt's nicht. Mann. Aber die Immobilien sind nicht Family, da. Wieso Family hat euch Fette verlassen? Jede Familie hatte schon, was jede Familie dauerhaft macht. Das habe ich probiert. Es hat nicht funktioniert. Und jetzt gehen die Jungs ihren Weg. Ich wünsche denen viel Glück dabei. Die sind also mit deiner Entscheidung nicht klargekommen, richtig? Die sind also mit deiner Entscheidung nicht klargekommen, richtig? Nein, falsch. Aber ich verstehe nicht, Immobilie ist doch gar nicht da. Wie konnten sie jetzt ihre eigene Familie mal machen und dich lassen? I don't know. Tja, hätte die Stadt hier entschieden, was passiert und was nicht, mir da hätte ich das nicht zugelassen. Ja, ich höre ihn, aber der ist ganz schön leise. Wie meinst du das mit Gönn? Naja, ihr müsst euch vorstellen, die alten Immobilien haben sich erst mit dem Blatt zusammengetan. Jetzt haben die halt fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und haben jetzt ihre eigene Familie. Wenn den Leuten das so einfach gemacht wird, hier eine Familie zu bekommen, Hermanos, ist es klar, dass es jedes Mal ein Komplott gegen die eigene Familie geht. Und das verstehe ich nicht. Aber wer sagt denn, dass alle Immobilien bei mir sind? Hermano, du sagtest doch selber, wenn irgendwann Immobilien wiederkommt, okay, bueno, no problema. 2 Tage später hast du irgendeine andere Familie. Mr. Bitcoin, woher willst du denn wissen, was wir ausgemacht haben? Nicht duzen. Nicht duzen, Peter. Ich hab Mr. Bitcoin gesagt. Woher willst du wissen, hast du gesagt? Achso. Woher möchten Sie denn wissen, was wir ausgemacht haben? Das, was Sie ausgemacht haben und was nicht, ist eine andere Sache.
Duke hat gesagt, wenn die Immobilien wieder da sind, lässt er euch mit offenen Armen gehen. Ich sag sogar genau sein Wortlaut. Das war sein Wortlaut. Genau. So, bueno, hermano. Jetzt stehe ich hier in der Tafelrunde und ihr seid mit irgendwelchen anderen Plakas hier. Nein, also mit anderen Farben. Und steht hier als neue Familie. Ich finde, ihr habt Tukay alleine gelassen. Ihr habt nicht mal geschafft, euch Zeit zu nehmen für die. Ihr habt eure Chance ergriffen und direkt eine eigene Familie gemacht. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Das zeigt dein Gesicht, Fette. Und das habe ich damals auch gesagt, als ich dich mit Dom an seiner Seite gesehen habe. Ich habe dir gesagt, du bist der Erste, der Dom seine Familie aus der Hand reißen wird. Und du hast es getan. Okay. Sieh. Muss ich jetzt meinen Lebenslauf abgeben bei jedem, damit... Muss ich das tun, was die anderen sagen, was meine Eier mir sagen, oder wie? Nein, aber deine Eier sind ganz schön egoistisch, hermano. Meine die haben wir jetzt kennengelernt. Ja. Bueno. Ja, 100%. Bueno. Aber ich sag dir ehrlich, wie es ist, einen wie Tukay Hoffnung zu machen und dann ihn fallen zu lassen wie eine Kartoffel, Mierda, wie eine heiße Kartoffel, das zeigt nicht vom guten Charakter. Sind die alle raus? Ja, ich hätte vieles ausgemacht, Tukay, Fede. Ich sag dir, Hermano, du hättest Stärke gezeigt, indem du so eine Familie aufgebaut hättest. Aber Mr. Bitcoin, du weißt doch gar nicht, was passiert. Ah, komisch, dass Tukay die ganze Zeit nichts sagt. Also irgendwas ist ja da dran von dem, was ich sage. Also geiert der. Dann erzähl doch was. Tukay, warum soll ich das euch erklären, Jungs? Ihr wisst doch gar nicht, was passiert ist. Ja, wir haben Zeit, Mirda. Das Ding ist, ich hab mit Fede und mit den Jungs geredet. Nein, mit Fede, du hast mit einer Seite geredet, auch mit Tukay. Ja, das stimmt. Ich habe mit Tukay nicht geredet, aber anscheinend gab es da interne Probleme. Ja, es gibt immer interne Probleme, Mia, da die Leute suchen. Schau mal, ich sag dir eine Sache. Soll ich dir sagen, wie die Leute sind? Die klammern sich so lange an deine Seite, bis sie alles von dir haben. Und wenn sie sehen, sie können sofort alleine etwas machen, alleine Geld verdienen oder alleine weiterkommen oder alleine zurechtkommen, dann stoßen sie sich von dir ab, sagen am Ende, dass du der schlechteste Typ warst und dass du sie unterdrückt hast, damit du dann Mira dich... dafür stellen kannst, dass du deine eigenen Sachen machen kannst. Damit die Leute dann sagen, ja, es hat einfach mit den beiden nicht geklappt. Aber nein. Tukay, hab ich man das wurde getan? Nur ausgenutzt und hintergangen. Tukay, hab ich das getan? Nein, ich frag dich eine andere Frage, Tukay. Hast du dich etwas benutzt gefühlt, ja oder nein? Guck mal, nochmal, von Anfang an, und das ist das Ding, was ihr gerade alle nicht seht. Ich selber habe genau gewusst, was passiert. Tukay, und ich habe bewusst gestern zu einem Breitenberg gesagt, entweder ein Tag, eine Woche, Rede lauter, Tukay. Ich weiß, dass dieses Family in Family einfach nicht funktioniert. Hast du es aber das so früh erwartet, sie oder no? Genau, hier, genau. Natürlich nicht so früh, Gracias. Aber wer hätte das so früh erwartet? Gracias, aber wer hätte es so früh erwartet? Dennoch habe ich keinen Hass an die. Das hat nichts mit deinem Hass zu tun, Hermano. Nein, das hat nichts mit Hass zu tun. Du warst eine scheiß Treppe für Fede. Du warst eine verschissene Treppe, Mirna, auf die er gestiegen ist und das weißt du ganz genau. Aber nur Probleme, aber du brauchst keinen Hass zu haben. Aber was habe ich, hab ich denn davon vorher auch machen können? Was habe ich denn davon gewonnen? Die hätten die doch davor du hast eher etwas davor können. Verloren, Fette. Was denn? Ich habe, sage dir ehrlich, wie es ist. Der Grund, wieso ich auch mit dem Platz diesen Streit angefangen habe, und der kam von uns, war, weil ich mich gefreut habe für den Platz und für euch. Mhm. Aber du hast nicht mal Mumm in den Knochen gehabt, Mirda, eine Woche das durchzuziehen. Nicht mal zwei, nix, gar nichts, Mirda. Stattdessen stehst du hier mit deinem scheiß Bier in der Hand. Lass deinen alten OG da liegen. Ich hab kein Bier in der Hand. Das bin ich. Ah, scheiß auf dich. Ist das Dayo? Ja. Kein Wunder, Mirda. Rattas riechen Rattas. Schade. Also, bist du schade. Was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt, Dayo? Rattas riechen Rattas. Also hast du mich gerochen? Ich hab dich schon mal bestraft wegen deiner Zunge, Dayo. Ich? Mach das nicht nochmal. Das waren deine Wörter, Bro. Ich hab nur wiederholt. Mr. Bitcoin, was sagen Sie denn dazu, das, was Herr Moreno angesprochen hat? Da sind wir wieder mit dem. Was denn? Herr Bruder, chill doch mal. Junge, ist doch normal, dass ich... Wir springen die ganze Zeit hin und her. Lass mal Thema für Thema fertig machen. Sie haben doch gesagt, dass ich das so machen soll, Senior Bitcoin. Naja, du bist... Schau mal, Moreno, wenn wir es ehrlich nehmen, du bist zu mir gekommen. Du sagst es mit Familie. Die Frage ist, wer bin ich, dass ich entscheiden kann, welche Familie hier ist? Ich sagte, hol dir Stimmen, dass du in der Tafelrunde dazu mitkommen kannst, weil Zivis in der Tafelrunde nichts zu suchen haben. Du sagtest, du hast 8 Stimmen. Da bist du zu mir gekommen und dann dachtest du, 8 Stimmen bedeuten, dass du dann offiziell bist. Was ich niemals gesagt habe. Danach zu mir gesagt habe, dass wir bei der Tafelrunde das abstimmen. Wir reden bei der Tafelrunde darüber, dass überhaupt, ob es Leute gibt, die dich als Familie sehen. Schaut mal, was soll ich dann antworten, Mirda? Ihr kommt zu mir und fragt mich nach einer Familie. Also das Problem ist, wenn ich dafür gut genug bin, dass ich sage, ja, der kriegt eine Familie und der kriegt eine Familie, dann ist es okay. Aber wenn ich dann einen anderen beispielsweise sage, hey, du verpisst dich mit der Familie, dann bin ich ein Arschloch. Deswegen halte ich meine Fresse, Mirda, und bestimme gar nichts. Denn ich bin ja, Mr. Bitcoin. Herrsche über das Kali-Kartell. Und das war's. Ich habe meine Familie. Wie ihr euch behauptet, ist eure Sache. Aber das, was du hier hast, ist jetzt die beste Chance, um
dass die Leute dich kennenlernen oder was weiß ich mehr. Oder vielleicht manche kennen dich, manche nicht. Wenn es die Geschäftsmänner erlauben, dass wir hier selber abstimmen, dann ist es eine andere Geschichte. Dann hättest du meine Stimme. Aber solange das nicht so ist und die Geschäftsmänner das Sagen haben, gehe ich geduckt und gebuckelt. Ganz einfach. Und von denen kann man keinen rufen. Ich sag dir ehrlich, ich hab die lange nicht mehr gesehen. Ich hab die sehr lange nicht mehr gesehen. Die sind weg erstmal. Ich weiß das ganz genau, weil ich hab mit denen gesprochen. Die sind erstmal weg. Aber Moreno, ich kann dir vielleicht einen Rat geben. Du kannst vielleicht in der Runde fragen, wer davor eine Bande war und jetzt eine Familie ist, was sie gemacht haben, was ihr Weg war. Korrekt. Kannst du ja den selber gehen. Wie zum Beispiel dieser Motorradclub von, wie war nochmal dein Name, Armano? Rocker, Mayans. Helga. Das ist die größte Cop-Caller. Du bist auch von hat gerade auf euch gesprochen, ne? Was hast du gerade gesagt, Moreno? Das sind alles Cop-Caller, das sind alles Bullen. Ah, das ist deine Meinung. Also, wie deine Meinung? Du bist doch dass du Bullen bist. Du bist ja warte, Cop-Caller. Warte, er war doch wirklich Cop. Ich bin's aber nicht mehr. Ich hab's, also... Er kriegt noch eine Aufgabe. Er kriegt noch definitiv eine Aufgabe. Nein. Ein Cop aus... Armano, du weißt ganz genau, was du hier gemacht hast. Du hast hier einige Leute wirklich richtig hart ans Bein gepinkelt. Und du warst sogar mit Abstand der widerlichste Polizist, der mir je über den Weg gelaufen ist. Ich bin einfach an dir vorbeigefahren, hab dir in die Fresse geschossen und bin weggefahren, weil ich dich gehasst habe, Mierda. Also, dass du einen Polizisten bringst. Oh, no. So einfach kommst du nicht. Ich hab noch nie jemanden für 120 Strafeinheiten inhaftiert bei aller Liebe. Die ganze PD alles geschossen. Was sagst du, Sheriff? Er hat nicht nur einen PD gebracht, er hat gegen die ganzen Polizisten geschossen, um dich zu beweisen. Also ich kann von meiner Meinung sagen, was er gemacht hat in der ganzen Nacht. Also ich kann nicht mehr sagen, dass er eigentlich jetzt für diese Kopf, für die Bullen irgendwie einsteht. Aber vergiss nicht, was Blanco gemacht hat. Ich weiß, aber ich kann nur jetzt von ihm reden. Was er in der Nacht gemacht hat, war schon anders, als was Blanco gemacht hat. Aber Sheriff, kannst du uns verstehen, dass wir eine Vergangenheit mit ihm haben? Und dass wir dann nicht einfach so Sachen hier ansprechen können neben ihn? Ich habe nicht mal erzählt, ein Geschäftszweig von mir, nichts vor ihm, bevor er mir das nicht bewiesen hat. Und er hat mir die ganze Nacht, er hat 5-6 Stunden mir versucht, das zu beweisen, dass er nicht irgendwie mit dem was zu tun hat. Und Fische. Das ging auf jeden Fall heiß zur Sache da die ganze Nacht. Wie heißt du denn der Präsident von dem Biker Club nochmal? Toni. Aber Moreno spricht ja gerade zum Beispiel an, dass wir Cop-Caller werden. Er hat doch selber Cops unter sich gehabt. Also bei aller Liebe. Wo weißt du das? Weil er die, glaube ich, geschmiert hat. Nee, ich hab keinen. Das interessiert mich, aber wo weißt du das? Woher bist du so sicher, dass das so ist? Hat er im Funk gehört. Ja, aber es ist einfach Tatsache. Die ein oder anderen nehmen. Ja, aber eine Tat hat doch einen Nachweis dafür. Wo ist der Nachweis dafür? Behaupten kann das jeder. Wo soll ich denn jetzt Nachweis herbringen? Würde Moreno das selber bestätigen? Oder so war er auch als Polizist. Er hatte nicht Nachweis. Schau mal, das ändert ja nicht, dass er ein Scheißkopf selber war. Bei aller Liebe, also guck mal. Ihr habt in euren Reihen Leuten, die werden safe bestätigen können, dass ich niemals denen irgendwie. Also obwohl teilweise wir wurden tot beleidigt und Mr. Bitcoin, das wissen sie selber, also so oft wie sie mir ins Gesicht gespuckt haben, habe ich ihnen irgendwas gesagt, habe ich ihnen irgendwas gemacht in dem Augenblick? Ich habe sie einfach machen Frag lassen. Lieber nicht mich, Hermano, vertrau mir, weil meine Antwort willst du nicht hören. Du warst, wie gesagt, mit Abstand der widerlichste Polizist, zu 100%. Du warst von Herz her richtig ein Polizist, Mira. Deine Marke brauchst du gar nicht zu führen, ich habe es in dein Herz gesehen. Aber ich bin kein Mensch, der damit sofort abschließt. Ich kann dir sagen, wenn du mir das Gegenteil beweist, dann ist das Thema für mich gegessen. Sagen Sie mir wie. Ich will von dir, für mich, Whitebeard haben. Ich will Whitebeard haben. Leben. Genau hier in der Mitte jetzt. Ja, so einfach ist das nicht. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Aber das ist mein Auftrag von mir an dich. Was die anderen Familien von dir wollen, ist deren Sache. Aber Mr. Bitcoin, eine Frage an dich. Ich kann ihn gerne, also hier, wie Jürgen sagt, ja, mittendrin hier rein, ja. Das lockt dir zu viele. Alles gut. Genau, richtig. Sieh, Rommel, Romano, erzähl. Shiva, danke schön. Er hat gerade behauptet, dass er sicher ist, dass jemand bei Moreno ein Cop-Caller ist oder ein Cop ist. Und wer soll das sein? Und er kann es immer noch nicht richtig beweisen. Er sagt, ja, das ist Tatsache. Was ist denn die Tatsache? Das ist doch überhaupt. Da musst du reden, Toni. Da musst du reden. Diese Frage, diese Aussage von ihm, will ich wirklich mal beantworten. Hatte. Ja, aber wo sind die Beweise? Ja, dann musst du auch dann musst du auch dementsprechend ja Kontakte zur Polizei haben, dass du solche Informationen hast. Ich kann gerne meine Hände nehmen. Ja, ich war damals auch bei Moreno und der Familie und da kam ich auch von der Polizei. Und der hat sogar Hans Dampf, falls den die Leute noch kennen, aber der war auch vorher bei der Polizei. Aber das ist doch ein Eigentor. Ja, das ist echt ein Eigentor, sag ich ehrlich. Dati Kazar, danke dir. Vielen Dank, Bruder. Warum ist das ein Eigentor, wenn Toni selber bei der Polizei war? Warum? Also, weil du auch bei der Polizei warst. Die ganze Biker ist die ganze Familie. Das heißt nein, für mich alles. Nein. Aber die meisten Leute, die in, bei der Polizei waren, hier in Kiel,
kommen danach scheinbar zu dir, Toni. Das ist einfach Polizei-MC. Das stimmt doch gar nicht. Aber wer sagt also, dass ihr aber noch keine Bullen seid, Mann? Aber ich sage doch dann, also hier, Mr. Bitcoin hat doch gerade gefordert, er möchte Whitebeard haben. Ja, okay, holen kann ich ihn. Das sind doch schon Undercover-Cops. Das kannst du holen, aber das ist immer noch kein Nachweis, dass du mit Arbeit bist. Ich knall den auch gerne mit Herz vor den Augen von Mr. Bitcoin weg, bei aller Liebe. Und dann lass ich den da auf den Boden. Das wird nicht nur ein Abknallen, Armando, damit werde ich mich nicht zufrieden geben. Aber ich werde dir sagen, sobald er bei mir ist, was du mit ihm machen sollst. Den 12 okay. von DJ sollst du abknallen, den 01. Halt deine Fresse, mit dir hat keiner geredet, Leute. Alles gut. Nimm ihn weiter in Schutz. Ja, ja. Okay, dann hast mal wieder was Moreno. Im Mund, ja, Leute? Ich hab immer was im Mund. Ich oh, Mierda, das weiß ich. Habe ich von Breitenberg gelernt. Du meinst Breitenberg, nicht Breitenberg. Verliert jemand seinen Akzent. Moreno. Familie hat er ja schon verloren. Ja, see. Du kannst auch immerhin auch Toni hier gerne fragen, wie der zu einer Familie wurde. Also wie der eine Biker... MC da aufgebaut hat. Vielleicht kann er dir helfen. Ja, Cops. Einfach gleich zu ihm fahren, nach Hause fahren, mit ihm reden. Das muss er nicht jetzt. Aber eine andere Frage, Moreno. Was hast du für Leute hinter dir? Dass du denkst, dass du in dieser Stadt überleben kannst? Ich habe meine Jungs hinter mir, die reichen mir. Butzbach wieder oder wie? Na, der darf leider nicht, aber. Butzbach? Ich sag mal, ja, see. Den habe ich ja ganz vergessen, Mira. Was ist mit dem? Wieso darf der nicht? Dem wurde sein Pass verbrannt. Der darf irgendwie nicht, weil er zu euphorisch oder keine Ahnung. Ist aber auch einer meiner Männer. Wäre auch schön, wenn er hier ist. Du weißt, dass er mein Zivi war eine lange Zeit. Und er war mein Fahrer. Ein starker Junge. Für 2-3 Monate. Er ist ein starker Junge. Ich, schade mir, was hat er getan? Eigentlich gar nichts. Naja, okay, also, dann wie alle anderen auch nicht. Nein, das sind auf jeden Fall nicht. Hey Bro, warum bist du im Knast? Bin unschuldig, Mann. Okay, verstehe ich. Aber ich frag da mal nach, ich mochte den selber. Das würde mich freuen. Kann mir jemand sagen, warum Butzbach gebannt wurde? Weiß das jemand? Gibt es weitere Thematiken, über die ihr reden wollt? Hallo, 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 ich bin live, ich bin live, hallo, hallo, hallo. Was sind die Munipreise jetzt? Was geht ab, yo? 2000. Haben die gesagt. Salam alaikum. Sag mal, könnt ihr mir sagen, warum Butzbach gebannt wurde? Butzbach, Erwachsenenvollzug. Mama, ist im Knast, heute zu Besuch. Besuch. Könnt ihr mir sagen, warum er gebannt ist? Dann feier immer, aber Goku ist kein Gangster. Ja, oder okay. Keine Ahnung. Guck mal. Kannst du mal gucken schnell? Ich brauche Discord-ID. Wie soll war der überhaupt sein? Schon mal auf Final? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben den auf Hobby schon weggehauen. Wenn es Hobby war, kann ich mir vorstellen, warum es war. Warum denn? Hast du gemutet? Na, hast du wegen Cheaten? Oder ihr wurde über 100, ja, über 100 Cheater wurde uns stream gesagt, war Busbach verstecken, hat er gecheatet oder nicht? Oder Verdacht? Jetzt, warte, sag dir jetzt. Verdacht, also wenn überhaupt Verdacht, ja, wir müssen immer. Genau, es war ein Verdacht. Wie lange hat er Bann? Welcher Busbach, diese NPC? Ja, deswegen check ich nicht, wie sie wird. Der war kein NPC, glaubt. Der war kein NPC, Bruder, war er nicht. Wer sagt, dass er ein NPC war, keine Ahnung. Busbach war ein Kali-Zivi. Busbach, Kali-Zivi war doch alle. Auf Bruder hat. Er hat dann sehr krasse Dinger geholt. Hope wie auch noch. Er hat dann so Infohies und so gemacht. Der Butzbach. Genau, ist eigentlich, ja. Ich kenne ihn nur als Kali-Zivi, als so ein. Der ist nicht mehr das, was du kennst, aber. Ja, Bruder, der hat schon mehr. Stabil. So. Wie? Er ist krass geworden? Er ist nicht mehr das, was du kennst. Ja, er ist Legende geworden. War das der auch bei den Cops war? Beim PD? Ja. Ja, Bruder, der hat das doch sogar gecallt alles. Der war schon krass. Also wurde aber wegen Verdacht auf Cheating gebannt, oder was? Wallah, keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gebannt. Guck mal bitte nach, ob das wirklich deswegen war. Der hat Globeban, Bruder. Der hat Globeban auf eine bekommen. Oh, das war wie irgendeine Sache und dann hat der hier Globeban, Bruder, das ist ganz hoch, oder? Das kann eigentlich keiner hier. Ach so, Globeban ist doch 5M-Geschichte, oder nicht? Globeban auf alle Kalito-Projekten. Ach so. Globeban kann wirklich nur drei Leute, vier Leute maximal. Und wenn man das serverübergreifend macht, dann heißt das schon was. Digga, aber das ist krass, wieso habe ich davon nie was mitbekommen? Der ist von Breitenberg auf. Auch das NPC. Nerd mutiert in einem Tag. Ja, der ist auf einmal besser als Nerd geworden. Wow, Digga, crazy. Nein, ich habe deinem Bruder zwar nichts genährt. Nerd ist ein guter Junge. Okay. Ja, Taro, ich hatte dir vorhin geschrieben, ob du mal die beiden Sachen nochmal angucken kannst, besprechen kannst, irgendwas mit Pö und Nerd. Was hat mich nochmal, sorry? Guckt, setzt euch dann nochmal zusammen, ob ihr nochmal irgendwas gucken könnt. Was ihr macht, ist mir scheißegal, wie gesagt. Nerd? Ja, habe ich schon gesagt, das ist nicht meine Sache. Aber habe ich denen gesagt, die sollen ab Dienstag, kann er kommen und wir gucken, machen ein Gespräch. Er ist ja nicht wegen Cheaten gebannt. Weiß ich. Okay. Und was der andere auch, habe ich zwei Namen, habe ich denen gesagt. Wie zwei Namen? Pö, was mit Pö? Das ist der zweite, habe ich gesagt. Was ist mit Eliezer? Die sagen irgendwas von Eliezer? Nein, Eliezer wird nicht entbannt. Frag Mugdi, Bruder, der war dabei bei dem ganzen Fall. Wird da hundertprozentig entbannt? Nein, nicht niemals, entbannt. Aber er muss minimum 3-4 Wochen noch warten.
Minimum. Mogi, was hat Elias gemacht? Doch, 2 Wochen circa. Elias muss warten. Okay, Pro-Player schreibt, Bruder, unnötig. Was hat Elias gemacht, Harre? Oder sein PC war zu frisch resettet, so. Der muss noch 3 Wochen warten. Guck mal, die haben mir geschrieben, er will auf Server kommen. Dann, also der richtige Fall ist, ich sag's offen und ehrlich, wie es war. Er war auf Crime Life, wurde dann in Analyse gerufen, hat einfach Quit gezogen, ist nicht dorthin gegangen. Und hat PC weil resettet. Seine Aussage war, er hat irgendeinen Dienst aus und er hat keinen Bock, als Modder dargestellt zu werden. Dann hat Mogli mich schon am 15 oder so gefragt, ob er auf Server kann. Habe ich gesagt, normale Whitelist. Dann kam er irgendwann und hat dann am 30.07. hat er sein PC resettet. Das heißt, 2 Wochen muss er im Minimum noch warten. Aber hat halt den Anschein für uns, ne? So, ja, nee, du weißt schon. Mogli sagt irgendwie halt Custom Windows, keine Ahnung, was das heißt. Ja, genau. Okay, aber warte, was ist mit Jerry? Was hat er gemacht? Jerry kenne ich nicht, weiß ich nicht. Weiß einer von euch? Also nicht, kenne ich kann nicht, man aber sagen, weiß. Ja? Er hat einen Dienst aus, deswegen. Ein Dienst aus? Mhm. Ja. Windows-Dienst, einen wichtigen Dienst. Jerry kann in 2 Tagen einen Entbannungsantrag machen. Genau, der kann in 2 Tagen einen Entbannungsantrag machen. Richtig. Okay, aber eine Frage, für was macht man noch Dienste aus? Für was? Um 2 Sachen, tweaken, um bessere Performance zu holen und die andere Hälfte, um Cheats zu verstecken. Okay, aber man kann das auch machen, um bessere Performance zu bekommen, ohne Cheaten? Ja, aber deswegen ist das gefährlich, weil so können Leute Dienste ausmachen und sagen, ja, ich habe nur PC getweakt und weiß, glaube ich, selber, auf jeden Fall wollen. Das ist das Problem. Ja, nee, dann werden die das so dribbeln, es ist immer aus, ja, weil ich getweakt habe, ich brauche FPS. Du kannst aber auch tweaken, ohne das auszumachen. Okay, was hält ihr davon, dass man mal abstimmen kann, ob man Familien und Banden wieder IC abstimmen kann, ob man Bock auf die hat oder nicht, dass die Banden und so sich IC bei den Familien wieder beweisen, hingehen überall, bla bla bla? Aber wer leitet das? Wer hat das letzte Wort? Ach, warte mal, ich habe voll vergessen, dass wir uns bald ein Dings einen Elite-Char machen, alles gut. Deswegen, also ich würde es nicht machen, ich würde es über dich dann machen. Drauf. Ja, gucken wir mal, sowieso, gucken wir mal. Ja, kannst du dann ja MVP machen, wenn du lustig bist. Gucken wir mal, Type, okay. Ja, na Jungs, haut rein. Ja, so viel produziert in den Lager reingehauen, dass diese Route. Man hört es nicht heraus. Okay, die Route. Ja, willst du mal die Autos hier wegbringen, ja? Ich glaube, die machen ein bisschen Kopfschmerzen. Nein, ich glaube nicht. Nein, das sind einfach die Familien, von denen viele Leute hier sind. Ja, geht auch mal weg. Mr. Bitcoin, wir sind doch in Binia geworden schon. Guck mal, es ist jeder bereit, so, dass ihr zwei habt, dann passt das, glaube ich. Runterzugehen. Werdet ihr auch dafür bereit, mit den Pistolenpreisen ein bisschen zur Seite gehen? Die sind doch nicht mal teuer. Ja, aber es will ja jeder runtergehen gerade. Es geht jeder runter. Aller Liebe, sie wollen 500.000 für eine 50er. Wieso rechnest du einen 50er? Wieso rechnest du einen 50er? Weil 50er eine essentiell notwendige Waffe ist, um einen vernünftigen Krieg zu führen. Ach, wirklich? Ja. Es ist eine essentiell notwendige Waffe, um einen Krieg zu führen. Ja. Armano, wir können sogar Kriege mit Messern führen. Was redest du? Hey John, was passiert mit dir? Hat jemand Essen? Was denn? Was hab ich gemacht? Trag ihm einer. Der slidet hier um die ganze Zeit. Mr. Bitcoin, wären Sie bereit, die MK2 und die Pistole runterzuschrauben? Auf wie viel? So, dass es für jeden, also nicht für jeden passt, sondern dass es angemessen ist. Okay, eine Frage. Wenn ich das machen soll, ich frage mich, wie Familien zu mir kommen und sagen, wir wollen 500 Waffen kaufen. Wo holen die das Geld her? Nicht, aber das musst du hast doch dein Cap, Bitcoin. Du hast doch dein Cap. Nein, scheiß auf den Cap. Wieso soll ich den Cap denn runtermachen, mehr und weniger Geld nehmen? Was heißt Cap? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Die Leute haben Geld, um zu kaufen. Ja. Aber guck mal, schau mal, Mr. Bitcoin. Es geht doch nicht nur um deine Waffen. Es geht darum, dass jetzt ein Aufsatz 7.500 kostet. Eine Munition, das heißt einmal nachladen, kostet mich 3.000. In welcher Welt leben wir hier? In Kill City. Okay. Das heißt doch aber auch nicht, dass. Ich weiß nicht, Alter, das macht gar keinen Sinn. Aber warte mal ganz kurz. Wir verdienen weniger, aber ihr wollt immer mehr. Darf ich mal was dazu sagen? Guck mal, die Drogenpreise werden ja gerade gesagt, aber was verdient man denn bei Drogenrouten? Das müssen jetzt die Drogenroutenbesitzer sagen. Ja, das wäre doch. Die verdienen sich dumm und dämlich. Die verdienen sich dumm und dämlich. Nein, die Preise sind runtergegangen. Die Preise sind alle runtergegangen. Nein, die Preise sind runtergegangen. Um die Hälfte. Ja, aber die Produktion ist um die Hälfte gestiegen. Ja, und die Verarbeitung dauert ja um die Hälfte länger jetzt, oder nicht? Nee, kürzer. Ach, die Verarbeitung ist auch kürzer? Ja. Ah, okay. Ja, ja. Aber die warten noch lange. Ja, damit also ich sage euch ehrlich, wie es ist, alle kommen und kaufen, eine nach den anderen. Ich weiß nicht, wüsste nicht, wieso ich die Preise runtermache. Die haben auch keine andere Wahl, die müssen kaufen. Aber nein, die beschweren sich nicht kaufen, mal, Mirda. Die kaufen, die fragen sogar, ob die viel mehr kaufen können, Mirda. Das stimmt. Bitte, ihr könnt mir nicht sagen, dass eure Konten nicht voll sind. Das stimmt wirklich, aber was er dir erklären möchte ist, oder die meisten hier, dass die so ein Kettensystem, das so teuer geworden ist alles.
Genau, das Kettensystem ist einfach viel zu teuer. Das machen wir dann schon. Wenn ich bei jedem einkaufe und ich muss bei jedem einkaufen, bin ich bei einem Fight bei über 1 Million. Okay, und was interessiert mich aber das? Deswegen frage ich jeden, ob das für jeden in Ordnung ist. Und für jeden war es jetzt bis jetzt in Ordnung. Und jetzt müssen wir auf Ihre Entscheidung warten. Nein, das ist immer andersrum. Wenn Bitcoin ist, das für jeden in Ordnung. Wenn er da ist, redet wieder keiner. Ist immer so. Ja, 100%. Okay, warte mal. Auf wie viel wolltet ihr die Preise machen? Das würde ich gerne jetzt mal wissen. Das ist das Ding, dass die Routenbesitzer sich dann zusammensetzen und das klären. Und dann können wir das ja hier besprechen. Abgelehnt. Ich scheiße auf jeden Routenbesitzer mir da. Sollen die Preise festlegen? Warum sollen alle Routenbesitzer runtergehen mit den Preisen? Die verdienen doch mehr. Warum gibt es einfach keinen Sinn? Alle einzeln zu Bitcoin zu Nein, man verdient haben nicht, man verdient nicht, man verdient nicht mehr. Man verdient einfach das gleiche wie vorher. Ja, ich sag euch ehrlich, wie es ist, Mirra. Ich habe in den letzten Monaten, seitdem wir die Route haben, beziehungsweise in den letzten Wochen, mehr Waffen verkauft an euch, als alle anderen Routenbesitzer ihr ganzes Leben an euch. Was erzählt ihr mir gerade hier? Ja, aber wer? Ich habe teilweise 600-700 Waffen verkauft an eine scheiß Familie. Was wollt ihr von mir gerade, Mirra? Ist doch scheißegal, wer mir da. Nein, ich meine, sind das Leute, die eine Route besitzen und einen Haufen Geld machen? Auch, oder sind das auch. Leute, die nein. Mirda Banden kaufen bei uns 100 Waffen auf einen Schlag. Plus okay, 25 MK2. Auch, ja, aber das war's auch. Wie viel ist das? Das ist 8, ey, 9 Millionen? Wartet mal. Na, wie 8, 9 Millionen? Ja. Könntest du dir jetzt 300 Euro? No, Mirda. 100 mal 20.000, wie viel sind das? Vor 2 Tagen oder 3 Tagen haben wir für 1 Million Fuffis gekauft und ansonsten holen wir auch immer 50 Euro. Für 1 Million Fuffis gekauft. Für 1 Million Fuffis? Also 2 Fuffis. Ja, ja. Und ansonsten holen wir auch immer 50 bis 100 Waffen. Also verkaufen wir ja doch 50er Sea-Leute. Scheiße, oder? Wenn man keine Ahnung hat. Okay, aber gut, Saduna, dass ihr gerade, gut, dass ihr gerade über unsere Geschäfte redet. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Finde ich sehr, 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 sehr gut, Saduna. Kannst du bitte. Achso, die Leute sich dafür interessieren, dass sie Vollidioten noch antworten drauf, Mirra. Was das kostet? Kannst du das machen? Ich hatte schon wieder einmal nicht verstanden. Schaut mal, Krieg ist teuer! Krieg ist teuer, Mirra. Versteht ihr das? Was denkt ihr denn, wieso die Steuern jedes Mal erhoben werden in jedem verschissenen Land? Was denkt ihr, wieso? Steuerhinterziehung auf die 1. Wegen Kriegen! Krieg ist teuer! Das bedeutet Ausnahmezustand, Mirra! Da könnt ihr nicht kommen mit eurer komischen Moral, Mirra, und dafür sorgen, dass der Krieg günstiger wird! Was ist denn mit euch los? Deshalb ist die Kalische da. Kannst du mir bitte ausrichten, was du für eine Person equipped? 42.000. 42.000? Ja. Wie hast du das gerechnet? Kommt halt drauf an, was du dabei hast. Wenn du eine Pistole dabei hast, sind das 20. Sagen wir mal, wenn du eine MK2 dabei hast, sind das 30.000. Guck mal, du hast eine MK2. Hast du 4 Clips dabei, sind das 12.000. Hast du 2 Westen dabei, sind das 500. Hast du 2 Medikits dabei, sind das 300. Hast du Aufsätze dabei, Bruder, sagen wir, erweitertes Holo-Kompensator sind auch nochmal laut Shadows 21.000. Ja, ne. So, was sind das für Preise? Aber ja, wenn ihr es euch nicht leisten könnt, genau, dann geht keinen Krieg ein. Ich wollte auch sagen, also Krieg ist immer teuer. Krieg ist halt teuer. Und das ist ein Risiko. Ich sag doch nicht, dass das nicht teuer sein soll. Ich sage aber, dass man das ein bisschen runterschrauben kann. Aber wie ich rausgehört habe, ich habe Isco gefragt, ich meine Isco 3000, er meint ja, wenn ich mit dir reden können, komme, können wir was machen, er meint ja. Also kann ich mit einem Schärfer dasselbe machen, mit einem Bitcoiner dasselbe machen und mit jedem anderen Routenbesitzer das auch. Ja, du kannst von 500.000. Ja, aber jeder hat doch andere Differenzen mit der anderen Partei. Leute, habt ihr die Zeit vergessen, wo Familien sich vorbereitet haben auf Kriege, wo sie tagelang vorbereitet haben? Ja, aber wir sind wo sie das vorstellen. Warte mal, jetzt, nein, jetzt muss ich mal was sagen, Leute. Nein, Moment, du hast gerade deine Fresse aufgemacht. Habe ich dir nicht 10,50er für 2,5 Millionen angeboten? Ha? Davon weiß ich nicht. Nein. Ich habe sie mir das angeboten. Und Marcel Heres, Isco weiß ich nicht, ich glaube sogar, du warst dabei. 10,50er für 2,5 Millionen. Erzählt mir nichts, Mirra. Mit eurer scheiß Doppelmoral. Forderung dabei tatsächlich. Nein, da war keine Forderung dabei. Ich habe gesagt, ihr kriegt jetzt einmalig die Chance, wenn ihr wollt, kriegt ihr jetzt von mir 10,50er Mirra für 2,5 Millionen. Es wurde abgelenkt. Erzählt mir nichts, Mirra. Ihr könnt nur meckern. Ihr scheiß Opfer. So genau war das, glaube ich, nicht, Mr. Bitcoin. Ihr Schlampen. Das Angebot hätte ich angenommen. Mir ja auch gemacht, aber ich glaube, da war eine Forderung mit dabei. Wenn wir mal wirklich davon ausgehen, dass dieses Angebot gemacht wurde und wenn es trotzdessen rumheult, dann seid ihr einmal schlecht. Nein. Gracias, Mirra. Wer ist dieser Mann? Gib dir eine scheiß Medaille, Mirra. 50er ist in Ordnung. Nein. Aber wann habt ihr verlernt, einfach vernünftige Deals einzugehen und mit den Familien in Gespräche zu gehen? Ich verstehe euch nicht. Die Forderung war, glaube ich, dass Leute auf Toilette putzen mussten. Weil die meisten Familien wie Kopf sind. Miglo. Aber versuch doch mal eine Forderung, dass Leute Toilette putzen mussten. Natürlich, die will dann nicht auf diesen Deal ein. Warum denn? Er ist doch sowieso euer Taxifahrer. Also ist doch egal, ob er... Meine Herrschaften, nochmal. Versuch doch mal einen Tag... OG auch, OG auch, Chat. OG auch. OG habe ich das an Jiggy gemacht.
Wo die da waren, wo die meinten, nein, wir kaufen nur Dings da, aber Rivera auch. Ich weiß, OG. Vergessen Sie mal Namus. Aber die haben gerade nichts gesagt, die OGs, deswegen will ich deren Sachen gar nicht sagen. Dass sie mit Familie redet und versucht, Möglichkeiten zu finden, andere Preise beizubringen. Komplett. Aber darf ich etwas sagen? In dieser Runde, jeder ist jede Woche nur am Heulen, selbe Themen. Kein Geld, kein Geld, dann holt euch eine scheiß Route. Fertig. Nicht, nicht mal das, Jürgen Beißer. Die müssen einfach mit den Routenbesitzern ordentlich reden. Lange diskutieren, verhandeln, irgendwelche Nebenabkommen machen. Neben ja, oder aber warum habt ihr euch dann beschwert 3 Stunden lang über ihre Preise? Dann beschwert euch nicht über die Munitionspreise. Es war doch nur ein Vorschlag von mir. Ja, ist kein Problem. 73.000 Bessere Preise haben wir, ich verkaufe hinterrücks Munition. 75.000 sagen wir jetzt mal. Wie viel? Ja. Sehr gut. Und dafür muss man 1,5 Stunden auf einer Route arbeiten. Dann würde ich mal sagen, Leadership und Patrons und OGs, bringt eure Familie nicht leichtfertig in den Krieg. Hört auf, darüber zu reden, wie teuer es ist. Denkt mal lieber drüber nach, für was ihr Krieg macht. Der hat mich gepittet. Ja, ja, ich hab's gesehen, er hat mich wirklich gepittet. Erzählt mir keine Scheiße, Mirda. So redet nicht. Das heißt, wenn ich einen Fight verliere, kostet mich das 2,25 Millionen, richtig? Dann verlier keinen Fight. Ja, genau. Richtig, verlier nicht. Ja. Oder geh keinen ein, wenn du kein Geld hast. Das ist das Ding. Ja. Mach das. Das war ein Vorschlag, alles gut. Nein, ich verstehe dich, aber du musst so verstehen. Wenn, dass er sagt, hat doch Breitmann gerade hat gesagt, wenn die Leute nicht lernen, mit den roten Besitzern zu reden und zu handeln und eine Beziehung aufzubauen, haben die selber Schuld gehabt. Aber wie oft hat man das versucht und dann sind das wie Cops geworden, Bruder? Also ich habe beim letzten Mal geklappt. Jede Familie, wo ich geredet habe, klappt bei mir, wirklich. Eine Sache muss ich Kali zusprechen. Als wir die Munitionsroute hatten, haben wir ein ganz normales Gespräch geführt und es war möglich, Munition gegen Waffen zu tauschen. Ja, 100%. Also... Jeder, der sagt, dass man mit den Familien nicht reden kann, der hat einfach keine Ahnung oder hat es einfach auch nicht versucht. Hat es nicht versucht, glaube ich sogar. 1500 Euro Munition kam zu uns, haben sogar 650 bekommen. Aber meine Brüder, ich kann aber eine Frage, von einer Familie ausgehen, dass die alle so sind. Okay, Fede, eine Frage, Fede. Aber dann musst du mit den Leuten reden und wenn es nicht geht, dann nimmst du denen die Route weg. Eine Frage. Wenn die Preise jetzt runtergehen, das heißt, wisst ihr, was hier passiert? Chaos. Jeden Tag wird geballert, wie in jedem. Warum denn? Es gibt doch Cap. Ja, nein, du weißt ganz genau, das heißt, wenn ich verliere... so oder so schon jeden Tag geballert. Boah, ist ein bisschen aber geil. Nein, naja, es wird nicht jeden Tag, also ich überlege mal dreimal, ob ich mir einen Krieg leisten kann oder nicht. Und alles ich kann mir alle einen sehr viel leisten. Alles hat seine Gründe, Kriege haben auch ihre Gründe. Der eine profitiert von einem Krieg, der andere nicht. Verlieren die einen Waffen, gewinnt Kali. Verliert der eine Westen, andere mit den Westen. Ist doch nur ein Kreislauf. Ich sage euch ehrlich, macht mit euren Familien auf Wochenabgaben, wenn ihr eine Route habt. Wenn ihr keine Route habt, geht mal wieder auf Routen arbeiten. Wer hat keine Route, aber arbeitet von jemandem auf einer Route gerade? Ja. Schaut mal. Schaut mal, wie wenig. Wie wenig Mirda. Da fehlt eine Route. Nein, das hat gefehlt. Die sind nicht alle zu schade, darum. Die Leute, Mirda, mittlerweile, die wollen nicht mehr irgendwo arbeiten. Damals, Mirda, ich weiß noch ganz genau, eine Familie hatte 10 Familien, die bei sich gearbeitet hat. Mittlerweile, die Leute arbeiten nicht mehr und wundern sich, dass sie kein Geld für den Krieg haben. Erzählt mir nichts, Mirda, ich habe kein Mitleid mit euch. Aber ja, man geht arbeiten. Doch, es geht genau darum, Mirda, Fede. Es geht genau darum. Guck mal, nein. Es geht nicht darum, dass ich sage, ich möchte, dass eine Munition 100 Dollar kostet. Das meine ich doch gar nicht. Aber Bruder, 3000 ist einfach eine übertriebene Zahl. Okay, als ob ich jetzt zu Isco gehe und sage, ey, Isco, ich brauche Munition, was ist dein letzter Preis? Und er mir dann sagt, ja, 500. Macht er doch niemals. Okay, aber wenn du 2000 machst, so gut, hast du 1000 gespart. Einfach mit den Leuten reden. Wenn du redest, guck mal, du redest so mit den Leuten und ein Isco wird dir entgegenkommen. Wenn du sagst, ey, guck mal, ich bin gerade in dieser Lage, ich kann mir das gerade nicht leisten, ich bin mir sicher, er wird dir entgegenkommen. Ja, Isco hat ja einen Vorschlag gemacht. Wenn diese Waffen Preise nicht runtergehen, dann geht er auch nicht mit dem Preis runter. Wer? Wir haben eine eigene. 7500 für einmal reparieren der Waffe. Ja, ich sage euch ehrlich, Chat, wenn ich diese Admin-RP da machen werde, die Stadt wird brennen. TJ, die Leute werden mich alle hassen. Seid ihr mit den Preisen hochgegangen und weshalb? Ja, weil alles teurer geworden ist. Wir müssen uns auch irgendwie finanzieren. Es ist wirklich alles teurer geworden. Ja, du hast mehr Geld verdienst da. Ist doch nichts teurer geworden. Ihr habt 6 Repacks. Ach so, warte. Moment. Die sagen, für die ist nichts teurer. Das heißt, TJ Red muss keine Munition kaufen. TJ Red muss keine Waffen kaufen. TJ Red muss keine Waffenteile kaufen. Denk mal nach. Für die wird doch genauso alles teuer, Mirda. Das heißt, für die ist es okay, dass sie bei euch mehr zahlen, aber sie dürfen nicht mehr nehmen. Wir sind hochgegangen, weil alle hochgegangen sind. Aha! Mirda! Und wieder mal. Mitläufer. Boom. Ja, aber das ist doch so. Wir haben die Loot seit Dienstag und davor war schon alles teurer.
Das kann auch Jürgen und so bestätigen. Also ich habe, als wir gegen MOB gefightet haben, Kanon angerufen, habe gesagt, ey, ich möchte Munition kaufen von euch. Für wie viel verkauft ihr? Da hat Miklo mir selber gesagt, weil alle durch diese Gewinnspiel mehr Geld bekommen haben und die Wirtschaft ein bisschen mehr Dings ist. Nein, auf jeden Fall. Es ging um was anderes. Ich sag dir auch wieso. Du warst im Krieg gegen eine Familie. Ja. Gegen eine Familie, die Munitionsroute bewirtschaftet und ihnen gehört. Du hattest aber keine Munition. Ich war der letzte Ausweg, dass du Munition kriegst. Was habe ich gemacht? 2000 Kriegssteuer, nimm die Waffen, nimm die Munition, ob es dir passt oder nicht. Nein, Miglo, du hast mit Miglo geredet, du wolltest mir sogar günstiger anbieten. Miglo hat gesagt, weil jeder in der Stadt mehr Geld hat, mehr Geld verdient, würden wir für 2000 verkaufen. Nein, es war sowieso eine Sache. Das Problem ist, ihr hattet Krieg und hattet keine Munition. Normal werden wir euch über den Tisch ziehen, weil wir früher oder später sowieso gegen euch Krieg haben. Ja, trotzdem. Das ist, also, das macht halt für mich sonst keinen Sinn. Das Ding ist, ich muss mindestens eine Sache lassen. Mit Isco kann man reden. Mit Leute der Fotze kann man zwar nicht reden, aber mit Isco kann man reden. Wie gerade steuern? Wegen Munitionspreisen, meine ich. Wir haben schon bezahlt. Vivi haben bezahlt. Ja, wir haben bezahlt. Vivi haben bezahlt. Ja, ich musste bezahlen. Ich erkläre dir wieso. Ey, Leute, bring mal Aschenbecher. Aber ich finde das gut, dass Leute auch sich. Ja, ich fand die Tafelrunde diesmal auch geil, Vicky. Oder mich was stört. Das ist schon mal eine. Ja, aber die haben Störung. immer Angst, angegriffen zu werden, weil man eine Meinung äußert. Wer ist denn das jetzt? Ich glaube, also, wer sind denn die? Die haben schon Waffen draußen. Wer mich angreift wegen einer Meinung, die ich äußerte, oder das ist ja wow. Wer? Aber wer soll dich angreifen? Warte mal ganz kurz, wer ist ein Motherfucker hier? Boah, da kommen Uzzis. Ist Lupa in der Stadt oder schläft gerade? Nein, das sind die Geschäftsmänner. Ey, das ist der Mann von Monopoly. Das sind die Geschäftsmänner. Kommen Sie her, kommen Sie her. Bleibt mal ernst, Jungs. Das sind die Geschäftsmänner. Lass sie da vorne, lass die. Herrschaft, wir wollen mal kurz checken, was hier so abgeht. Wir philosophieren über die Preise. Ja, wir hören zu. Fahrt fort, bitte. Wieso sollt ihr zuhören? Wer seid ihr? Der Ali kommt auch hier zu. Seid ihr als Safis? Ja. Okay, könnt ihr die Waffen wegbringen? Hamudi! Seid ihr zurück aus dem Urlaub? Hamudi, der Verräter ist auch da. Das ist Hamudi. Was hast du gerade gesagt? Wurzel, danke schön. Was bin ich? Ach komm, Hamudi, Mira, du traust eh nicht bei Leut was zu machen. Bei den anderen ist ja schon direkt geschossen. Lasst euch nicht. Hä? Also, das war halt schwach. Dann knallt mich auch ab. Nein, alles gut, ist nur Leute. Stark. Endlich mal wird durchgezogen. Was ist denn das? Einfach weil Bitcoin sagt, du klaust ihn nicht, knallt die Leute. Nein, die wollen man Respekt für den Al-Safis haben. Ja, richtig, das sind die Al-Safis. Ich respektiere dich. Leute hat doch einfach nur gesagt, Hamudi. Er hat sich gefreut, ihn zu sehen. Was redest du? Er hat gesagt, du Verräter. Also, allein für diese Lüge hätten sie eine Kugel verdient. Hat er gesagt, du Verräter? Jetzt geht zurück. Ja, das hat er, Isco. Lass doch mal Hamudi, wie heißt du denn? Und das ist Hamudi Al-Safi. Ja, nicht Sharmuti. Das war früher, aber jetzt nicht mehr. Das ist Hamudi, hallo. Du, wie heißt du? Warum nicht, Leute? Hör doch, scheiße. Heißt Hamudi wirklich? Ja. Das ist doch ihr bester Freund. Hey, Rommel, wieso siehst du ihn nicht? Hamudi, soll man dich sitzen? Nein, ist schon okay. Okay, alles klar. Hallo, warum stabilisieren Sie jemanden, der gerade. Dieser kleine, dreckige Stück Scheiße, Mira, ich hasse dich so sehr. Wieso interessiert Sie das mit deinem Scheiße, Mira, ich spuck dir in deine Fresse irgendwann noch. Ja, okay, gracias, dass ihr her seid. Was sind die aktuellen Preise, wenn ich fahren will? Du was denn? Also, ihr philosophiert. Ich kann auch in Gedanken Sprache reden, wie geht das? Nicht philosophieren, einer oder mehrere. Du hast doch sowieso Fantasie, du Scheiß-Einhorn. Was sagst du? Wir haben keine Macht. Das ist so leicht provoziert, dass man schießt. Ich sagte, willkommen zurück. Als darf ich ballern, macht doch keinen Sinn. Unsere Onkels. Nein, das ich da nicht gegen die Al-Safis ballern, aber das ich meine, die Al-Safis hat eine Position da, wo sie sich nicht so auf kleine Stichlein einlassen will. Das finde ich ein bisschen schwach. Aber wir sind auch da, um beleidigt zu werden. Also, natürlich nicht, da habt ihr recht. Meine Gedanken sind verschlossen. Wie gesagt, wenn ihr sagt, wir sind ruhig. Meine Gedanken sind verschlossen. Ich finde, irgendwie habe ich das schon ein bisschen größer. Keiner hat euch Keller genannt. Du hast den einen Klassiker genannt, Matrix. Ja, das war ein Verräter zwischen mir und Hamudi. Naja, egal. Leute, sind jetzt stabilisiert, wir können ja weitermachen, oder? Das Ding zwischen Ihnen und Hamudi ist gerade in Ihrem Mund gewesen, Leute. Halten Sie die Fresse und lernen Sie etwas Respekt zu haben. Geh mal weiter in Griechenland leben. Natürlich, mein Freund. Aber was sagt er da? Das ist mit Griechenland fühle ich, Breitenberg. Das finde ich auch mal. So, Oma, sie haben Fenster. Also, worüber wollt ihr am Reden aufschreiben? Nochmal für die Geschäftsmänner, weil die gefragt haben, die Preise von Waffen sind 20.000 für eine Pistole, 30 für MK2, 500 für 50er. Achso, Chat, weiß eigentlich... Aufsätze 7.000 für Munition. Weiß eigentlich jemand, was mein Plan dahinter war, dass ich Kanonen gesagt hat, tut so, als ob ihr auch auszahlt? Pandix, dankeschön. Und die Waffenreparatur 7.500. Sag ich euch, wenn die Tafel ohne vorbei ist. Ist dieser Preis eigentlich einfach nur, damit du einen 50er Stopp generierst, oder meinst du den Preis? Es haben genug Leute von mir 50er gekauft, Azrael, für diesen Preis. 500.000? Ja, natürlich.
Weißt du, was du überhaupt brauchst, um einen 50er herzustellen? Nein, nein, deswegen frage ich dich, ob der Preis ernst ist oder ob der Preis ist ernst. Also, okay. Brauchst du 50er? Nein, wenn du mir jetzt sagst, mindestens. Wenn du mir jetzt sagst, du willst 2050er haben, ich verkaufe dir die. Ich will 2050er haben. Ja, dann verkaufe ich sie dir. Also für einen Kurs von, wie viel macht das noch Adam Riese? 500, 10 Millionen. 10 Millionen. 10 Millionen. Aber Mendes hat ja auch ein Angebot bekommen für 250.000 Euro. Egal, wir reden später mit Kyle darüber. Das ist kein Thema für ihn. War nur interessenshalber, weil ich den Preis noch nie gehört habe. Alles gut. Mhm. Hört ihr das Meer rauschen? Ja. Ich höre dich nur schmatzen, Zelgen. Boah, was ist mit dir passiert, Junge? Ich hab zugenommen. Ist das eigentlich normal, dass hier Zivilisten sind? Was ist denn Zivi? Ich sehe hier einen. Ich hab Medic gelufen. Hast du abgesprochen? Wir haben nachgefragt, ob wir dabei sein dürfen. Und das ist sehr schlau mit dem Medic. Jetzt kommt doch dein Anliegen für euch so. Beim Mediziner zu Tafel. Ja, ja, die haben Schweigepflicht gegenüber der Polizei, ja klar. Grüß Moreno. Breitenberg, komm mal mit. Ja, jetzt auf einmal sind die Medics. Und jetzt sagt auch noch ein Leute. Ein Leute, das ist umgeschossen. Wenn ihr sie ruft, dann ist egal. Melvin, dankeschön. Ich weiß nicht, was Thomas Fuchs gegen dich plant, aber es scheint so, dass er wirklich sauer auf dich ist. Er hat eine Urkunde, die beglaubigt wurde von der Justiz, dass der Eigentümer des Kontinentals Ulf Steinke ist. Soll er ruhig haben, ist okay. Der Bitcoin, ich habe das Ding ausgebrütet, ein halbes Jahr durchgefahren, danach habe ich Steinke übergeben, ist okay. Ich habe kein Ego. Bueno, gut. Ich habe schon ihm gesagt, ich weiß, dass er damit nur provozieren will. Und er wird wahrscheinlich sogar Bilder von Ulf Steinke dort aufhängen. Ich sagte ihm, wenn er wenigstens respektvoll wäre, dann würden deine Bilder hängen. Und das weißt du auch, Breitenberg. Das habe ich auch gesagt. Aber die Leute, die brüsten sich damit, was ich hinterlassen habe. Und das ist für mich enorm. Das ist das, Mirna. Das ist das. Wie kannst du eine Sache auf und jeder, also die meisten, jetzt, ich sag dir ehrlich, jetzt mittlerweile, weil du es mir gesagt hast, weiß ich es auch, dass du das warst. Ich dachte ehrlich, das wäre von Ulf Steinke am Anfang. Aber jetzt weiß ich wieder, das kann wirklich sein, dass du das warst. Also ich denke auch, das war so. Es gibt keinen Respekt in dieser Stadt. Nur Egoisten und undankbare Menschen. Litecoin, warte. Litecoin, du. Ja, bitte. Von wem war das Continental? Breitenberg. Okay, warum denken so viele Leute von Steinke? Ich denke, alle, die mich darauf angesprochen haben, die wissen, dass es von mir ist. Mhm. Weil Breitenberg ein bisschen nachgelassen hat wahrscheinlich, das Ganze aufgegeben hat. Ja, aber wann? Vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren sogar. Das Ding ist für mich durch, Mr. Bitcoin. Hol dir das zurück, was dir gehört. Ich sag dir ehrlich, Breitenberg, du bekommst sogar von mir die Erlaubnis. Damals habe ich dir gesagt, Continental oder wir. Heute sage ich dir, hol es von ihm zurück. Sicher? Ja, ich habe auch, um ehrlich zu sein, hör mir zu, ich habe ihn 300 Pistolen weggenommen. Ich habe ihn von hinten abgeknallt. Ah, stimmt. Wir haben sowieso jetzt... Und er ist richtig sauer, ja? Er ist wirklich sauer. Ah, jetzt verstehe ich. Ja. Er ist wegen den Pistolen sauer und sucht jetzt ein Ventil. Gracias. Und er schickt mir die ganze Zeit Bilder von der Urkunde und schreibt mir die ganze Zeit, Ulf Steinke, der ehrenwerte Continental-Direktor und so weiter. Ich sag dir eine Sache, hol diese scheiß Continental wieder zu Kali zurück! So sei es, Mr. Bitcoin, dann tun wir es. Aber ohne Außerhalbhilfe. Natürlich, wie Sie möchten. Sehr gut. Gut, das nehme ich als Mission auf. Sehr gut. Danke, Mr. Bitcoin. Den anderen, Mann. Mr. Bitcoin. Ja, Flaschi, Egashi. Was gab's denn, wo ich zustimmen sollte? Ey, warum ist hier so langweilig? Ist jemand gestorben? Dann Moleno. Ja. Ja. Könnt ihr kurz mal weggehen, bitte? Ich muss hier. Wir machen. Ich habe sowieso einen Plan, Bitcoin. Können Sie kurz kommen, Mr. Bitcoin? Hey. Ich habe ja vorhin ganz kurz was angesprochen wegen dieser Reparaturroute. Ja. Ich werde mir die auf jeden Fall holen und ich werde keine Waffen reparieren. Grüß dich zum Essen von mir. Bist du nicht eine Familie oder eine Bande? Ich bin eine Bande. Die einzigen Waffen, die repariert werden, sind die Waffen, die wir kaufen. Und also nicht mal wir, Sie können diese Waffen kaufen, von mir aus. Sie können alle kaputten Waffen kaufen. Jede. Hast du mich gerade Lutscher genannt? Sergen ist so ein Opfer geworden, mir, oder? Wir werden diese Waffe. Sergen ist so ein Opfer geworden. Also eine Scheiße, mir, dass der die OGs leider, das ist so peinlich, mir, oder? Also ich sag dir ehrlich, wie es ist, mir, das Sergen. Werd mal ehrlich, Mann, mir, da. Nimm das zurück, Azrael. Oh, so ein Opfer habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, mir, da. Nimm das zurück. Oh, wie gesagt, ich werde mir die Route holen. Ich werde niemanden Waffen reparieren lassen. Das macht für mich keinen Sinn, für Leute, die die Waffenroute nicht haben, Waffen zu reparieren. Das sage ich Ihnen als Feind und auch als Freund. So, es macht für mich keinen Sinn. Ich verstehe nicht, wie diese Familien das so machen, wie die es gerade machen.
Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Und jetzt? Ich habe gezahlt. Und ich finde, für die einzigen Personen, die man Waffen reparieren sollte, sind die, die die Waffenloote haben. Der Rest macht keinen Sinn. Wenn das dein Plan ist, dann stehe ich dahinter. Ich schon. Wir reden morgen am Anwesen. Das Geld einfach von Menes. Ja, vom Menes die drei. Leck beide meine Eier. Leck beide meine Eier. Du siehst doch deine Eier gar nicht. Beide eure Schwänze, Menes und Kanon, die Hunde, was sie sind. Ihr seid doch am Blasen die ganze Zeit. Weniger, Bruder, ja. Ihr Lutscher, was die sind. Wenn ich fertig bin mit euch, werdet ihr mal ihr Aschenbech holen. Ja, wenn ich fertig mit dir bin, hast du wieder einen anständigen Body Mass Index, Bruder. Einmal die Fresse. Hey, geh nicht auf Körper ran. Multi, dankeschön. Ey, Jungs, ruft mal alle hier. Ja, wieso ist jeder verteilt? Die haben zu mir gefressen und gesagt, wieso ist der Seite gehen, weil die mir brechen werden. Ja, Bruder, ist doch aber die Wahrheit. Was ist das, Bruder? Entweder lasst das hier Ding weitermachen oder nicht. Ja, auf die Geschäftsführer Ali wollte. Multi, dankeschön. Nein, Ali kommt nicht mehr. Ja, was mit Carlos? Die kommen nicht mehr. Also, ich verabschiede mich von der Tafelrunde, gracias. Alles klar. Ich werde morgen nochmal auf die Leute zukommen bezüglich des Platas, bezüglich der Kali-Steuer. Für die, die gezahlt haben, wollte ich nur eine Sache sagen. Die, die gezahlt haben, bekommen jetzt ab jetzt alle Waffenpreise von mir für unter die Hälfte. Wer hat denn was gezahlt? Adios. Mr. Bitcoin, ich habe noch kurz eine Frage. Hallo. Sieh, das war's. Was ist los? Was ist bezüglich dem Routendeal? Das machen wir. Ja, und in meinen Augen hat mein Respekt auf jeden Fall nicht verdient. Aber beim nächsten Mal. Litecoin. Warte, Litecoin. Litecoin, kannst du kurz mal kommen wegen Bitcoin? Warte. Mr. Bitcoin, haben Sie jetzt Zeit? Mach keinen Stress, Lan. Litecoin. Alle, die gezahlt haben, die Kali-Steuer gezahlt haben bis jetzt, ja. Zahlen nur noch die Hälfte an Waffenpreisen. Mr. Bitcoin! Nein, nicht das. Schern? Ja. Haben Sie mir überhaupt zugehört? Wer hat zwischen Kanon und seiner Familie? Wir machen das. Ich frag bezüglich einen Deal auf der Route. Ja, Litecoin. Mach mit Gashi fertig. Litecoin. Ja, du beobachtest sein verkacktes Gesicht. Bezahlt haben. Ich sag dir, wer bezahlt hat. Sagen Sie mal Familien. Gashi weiß, wer bezahlt hat. Kanon auf jeden Fall nicht. OGs hat bezahlt und so weiter. Ich hab die so auseinandergenommen, Jirda. Hey, OGs. Das ist wahr. Zählt das auch für die 50er mit dem Hälfte des Preises, oder? Das können wir nicht machen, weil wir nicht genug haben. Schau mal, ich sag euch wirklich die Wahrheit. Wir haben genau 42 verdreckte 50er. Okay. Es ist unglaublich schwer, die herzustellen. Aber alle anderen Waffen kriegt ihr für die Hälfte. Und wenn ich 50er, hör zu, ich habe meinen Männern gesagt, die sollen eine bestimmte Summe herstellen. Wenn sie hergestellt wurde, dann verkaufe ich 50er und ich mache den Preis auch sowieso ein bisschen. Ich passe ihn an. Mr. Bitcoin hier. Ich hab gehört, du hast Lust auf was Süßes, während du dir die Mierda-Folgen anguckst. KingCans.de, Süßigkeiten aus aller Welt. Schlag jetzt zu und erhalte 10% mit dem Code Mierda10.